Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Livestream Real Life Online. Heute mit dabei Zocker, Brötle und der Vanilli. Hallo. Ja, ich bin der Handel und ich bin auch dabei. Ah, hallo. Bin ich der Einzige, der irgendwie keine... Okay, wir müssen eine Weihnachtsmütze für mich holen, ich merke schon. Ich bin der Einzige, der keine Weihnachtsmütze aufhat. Ja, liebe Leute, heute wieder mit am Stissel und wir werden heute ein bisschen Spaß haben. Und zwar schneit es kurz vor Weihnachten. Morgen ist ja Weihnachten. Und da habe ich mir gedacht, komm, heute ein bisschen so weihnachtlich alles hier gestalten. Und wir holen uns den neuen ATV Cybertruck. Ne? Den gibt es halt eigentlich noch gar nicht, aber wir werden den heute kaufen. Denn der Andel, gell, der ist ja Autoverkäufer. Der hat Zugriff. Nein, ich bin Lehrling, ich bin eigentlich in der Ausbildung. Er hat Zugriff ich auf... Ich muss noch ein paar Tabellen machen, bevor ich zum... Autoverkäufer an Antwert. Ja, er hat jedenfalls Zugriff auf die Tesla-Modelle, auf die neuen, die es eigentlich noch gar nicht gibt, ne? Kann man so sagen. Ja, du kleiner Wuppel. So, Jo. Dann halt nicht. Weißt du, Hauptsache du fährst Ferrari. Und das, wenn es hier so schneit. Sechs Stuhlen. Der ist geklaut. Hallo. Was, der ist geklaut? Echt jetzt? Weißt du, das ist professional ist das. Er fährt einen geklauten Ferrari als Autohändler. Ach stimmt, du bist ja Lehrling. Den hast du vom Chef geklaut, ja. Ne? So gesehen. Na, nicht? Vom Kunden. Vom Kunden geklaut. Ach, lass mich raten, du sagst, du musst noch Reparaturen machen und dies, das. Und dann fährst du mit zwei Wochen. Nach zwei Wochen kann er wieder dies, abholen. Das, mit 5000 Kilometer. Ja, mit 5000 Kilometer mehr, man kennt's. Nur? So. Ja, nur, ne? Nur. Ach ja, Leute. Wenn ihr es nicht wusstet, ihr könnt kostenlos jetzt abonnieren, Glöckchen aktivieren, würde mich auf jeden Fall freuen. Vergesst nicht die Glocke und das komplett kostenlose Like-Button droppen. Warte, jetzt sagt jetzt einmal, wie man da aussieht, schau. Na, geh du! So, da wird sich, ja? Aber, da wird sich aber der Kunde freuen, Andel. Da wird sich der Kunde freuen. Na, das Auto ist ja geklumpert. Ich merke schon, Andel, ich merke schon. So, fahren wir jetzt zu deinem Shop, weil dann können wir den ATV dort kaufen. Oder wo sind wir? Meinem Shop fahren wir jetzt. Hehe. Ja. Hehe. Zu meinem Shop, hehe. Ja, zu deinem Shop. Ja, was ist denn? Ich dachte, du wirst eine Weihnachtsmütze kaufen. Ah, stimmt. Warte, Andel, ich muss zuerst eine Weihnachtsmütze kaufen. Ja, warte. Gehen wir kaufen. Ja, ich hab schon markiert. Ich fahr dorthin. Ich will die gleiche, die was Andi hat. Oh, dankeschön. CSGLF in Euro und schreibt, hi, herzlich willkommen. Und Muskelente ist VIP geworden bei mir. Dankeschön. Dankeschön an die Muskelente. So, ich muss mich jetzt weihnachtlich anziehen und dann holen wir uns den ATV. Und dann lassen wir uns ein bisschen Spaß haben, Leute. So, so machen wir das heute. So, ich scheine, die ist auch dabei, ne? Ja. Aber das war vielleicht nicht die beste Idee, den zu fahren, den Wagen. Aber der Ari, der geht. Der zieht ab. Ey, warte, wie schaut denn jetzt die Kirmes aus, jetzt, wo es hier so schneit? Schaut die geil aus? Tatsächlich. Ach, schau mal, der Ecstasy ist komplett voll mit Schnee. Sogar der Autoscooter ist zugeschneit in. Hätte man auch nicht gedacht. Und das schafft, ne? Stellt ihr den auch auf den Truck? Könnten wir machen, aber da müssten wir theoretisch noch ein Skript reintun. Deshalb werden wir den heute nicht auf den Truck stellen, den ATV. Wir werden ein ATV einfach kaufen, also das ATV, und damit einfach rumfahren. Macht ja mehr Spaß. So, aber erstmal die Weihnachtsmütze gönnen. Was? Ey! Mich da durch die Stadt flex, was? So, ich pack direkt hier ein. Monte Lifestyle. Einfach auf dem Gehsteig stehen. So. Wenn wir das, Leute, wenn wir das 107 Kennzeichen, mit dem Kennzeichen dürft ihr stehen, wo ihr wollt. Das ist scheißegal. Da haben die Cops haben dann Angst vor uns. So. Dann holen wir uns mal eine schicke Weihnachtsmütze. Ach, warte mal, ich glaube, mit den Haaren kann ich ja gar keine Ich muss erst zum Friseur, glaube ich. Ich glaube, mit den Haaren kann ich keine Mütze aufziehen. Ich schau mal. Die müsste unter... Unter wo ist die Kette? Helm? Helm müsste die sein, so. Echt? Weißt du, welchen Slot die war? Deine? Ah, hier ist sie. Ah, nee, es geht sogar. Klar, es geht sogar mit den Haaren, ist ja geil. Ist ja süß. Das ist der Sound of ich bin. Jetzt bin ich auch weihnachtlich. Ja! Ziehst du dir gar keine auf, oder wo ist denn deine hin? Doch, aber ich such die Idee, was ihr habt, da diese die? Normale. Die war ganz am Anfang. Ich weiß nicht, ob es die da gibt bei dir. Vielleicht gibt es die gar nicht. Die gibt es nicht bei Frauen. Ja, da müssen wir die reintun. Aber bei Frauen gibt es halt andere coole Sachen. Ah. Da ist sie, perfekt. Oder was für ein fetten Schädel habe ich damit. Oh, Joshua Brunner ist VIP geworden und Snout Sammy. Hi, kannst du mich grüßen? Ja, Snout Sammy, grüße ihn raus und Flori Vlog ist auch wieder da. Moin, Wuppeltaler, dankeschön für deine Donation, grüße ihn raus. Jetzt weihnachtlich. So, Andel, wo bist denn du? In meinem Autohaus, hehe. Okay, hier komme ich mal rüber. Das neue Meme. Warte mal, wie heißt denn der Ich Robert? Kann jetzt nicht in Discord Gaming 2 gehen, ich streame gerade. Wenn du schaust auf Addon Vehicles. Ja, bin ich. Ich glaube, es ist rechts.
auf der ersten Seite, und zwar ich schlaf ein, ja. Bei Nagasaki Fox CQ. Ah, der Fox, ja, ja. Wie ist ja von Foxtrot Delta, ist das Model. Jawohl, habe ich schon. Muss ich mir Credits geben hier. Habe ich natürlich auf Lager, habe ich natürlich alles auf Lager. An Foxtrot Delta. Wer? Also nicht von Officer Fox. Ah! Was zum Teufel? So, warte, der kriegt jetzt eins auf Schnauze von mir. Du kannst bist du bescheuert? Du? Ich glaube, wir haben Weihnachtswunder. Das ist der Sound auf die Spende. Die ist tot. Die ist tot. Ja, entschuldigen. Achso, das ist ein Typ, der ist auch Baller. Entschuldigung. Tschüss. Er ist tot. Also, willst du nicht die Polizei anrufen? Dicky! Du hast gerade jemanden umgebracht. Willst du jetzt wirklich die Polizei rufen? Hurdl, was hat gesehen, Leute, schon wieder? Leute, das bleibt unter uns. Das hat keiner gesehen. Das hat keiner Hurdl, gesehen. Was ist denn da los? Mach was auf die Tür. Achso, ich hab ja das. Geh zum Aufmachen. Ja, ja, sorry. Ich vergiss das immer. So. Schnell weg. Wir waren's nicht. Hurdl, wir was ist denn da los? Ich weiß es nicht, Anneli. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was da gerade passiert ist. Ich weiß nicht. Stehen bleiben. Ups. Oh, da ist noch Fedo V. Brick. Danke für den Euro. Boris Brankovic schaut einen Euro. Dankeschön, Carmen. Klobers, wir Pinguin. Da steht Fett, wer Trainer? Ja, wer wohl? Der geklaute Ferrari. Du, Andel, möchtest gleich mal Auto reparieren? Ich habe ein Reh angefahren. Aha, ein Reh. Es war wirklich nur ein Reh. Ja, nur ein Reh. Na, es war ein Hirsch. So, ja. Ein Hirsch. Komm her da. Es war nur ein Hirsch. Ja, einfach vorne, schau mal, da habe ich ein Reh angefahren. Ich weiß auch nicht. Ja, das haben wir gleich, Meister. Das haben wir gleich. Oder was? Warte mal, macht er das? Was hast du für Hose an? Ja, sorry, ich habe keine andere gefunden. Ich wollte ein bisschen swaggy aussehen. Na, das schaut arg aus. Du, warum also, hast du da deine Trommeln wieder dabei? Gerissen. Du, was machst du mit deiner Bongo? Ist da gerissen. Warte mal, das haben wir gleich. Du, jetzt hast du eine Gitarre hingemacht. Super, echt. Jetzt bin ich draufgestiegen. Ja, so, gibt eine neue Gitarre. So, warte mal. Weißt du, er hat einfach mal seine Bongos hier liegen lassen. Ich will mit den Bongos spielen. Ich spiel's mit den Bongos. So. Ja, ich hab Bongos. Nee, du hast andere Bongos. Mein Gott, na sind wir wieder Kinder. Na, wir spielen schon richtige Bongos hier. So. Geh weiter erst. So, heute haben wir Weihnachtsstimmung da. Oh, du fakest mich. Wieso machst du das? Du auch. Was, ja, hallo. Warum ich fake niemanden? Ich wollte Bongos spielen. Wo sind denn die Bongos? Ich finde die Bongos nicht. Ja, die sind da hinten im Büro. Nee, ich wollte jetzt wirklich die Bongos, aber ich bin zu blöd, die zu finden. Und der Hobby ist vielleicht die Bongos? Was sind sie hier? Weiß ich nicht. Oh mein Gott. Musst du gucken. Da sind nicht die Bongos. Schon nicht. Da sind die Bongos schon da. Ist nicht ich so weiß, ich wollte andere Bongos. Ah, da. Das ist die Gitarre, sind die wollte ich Bongos. Nicht. Ah, jetzt. Warum spielst du jetzt Bongos? Ich wollte Bongos spielen, sorry. Es ist Weihnachten da. Da ist Bongo das beste Instrument, das es gibt. Warte mal. Na, das macht Stimmung, Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All. So, wollen wir jetzt das Ding nehmen hier, oder? Ja, da wird nichts genommen, Mann. Ja, schon. Wir dürfen die doch haben, oder? Ach so. Ja, warte mal, das schreibe ich von der Rechnung ab. Na sicher, kommt's. Naja, sicher. Ja, wird angeschrieben. So wie der Ferrari. Nicht vergessen, das Ding muss gespeichert werden. Das seriöseste Autohaus, mein Autohaus. So, ist gesaved. Ey, das Ding ist schon geil. Alter, vor allem hier die Front ist geil. Wollen wir mit oder ohne Kennzeichen? Ohne, hallo. Ohne Kennzeichen? Leute, sollen wir ohne Kennzeichen fahren? Warte mal, dann machen wir das Kennzeichen weg, tatsächlich. Erst, die sind klaut. Was? Was ist jetzt? Na, Schandl, das ist da eher Tuning-Werkstatt, hast du recht. Das ist super, was du da machst. Ich schau nur, ob ich das. Hä? Soll ich das jetzt wegmachen oder? Das Kennzeichen. Ja, mach weg. Ich muss hier wieder zurück. Das wollte ich nicht. Bist du sicher, dass wir da keine Probleme bekommen? Ja, ich meine, der Rücken wird halt nur dreckiger, weil das ist so. Warum ist das jetzt alles rot? Ich hab irgendwas kaputt gemacht. Schande, was tust du schon wieder? Zwei Minuten auf dem Ding. Ich hab schon was kaputt gemacht. Du darfst es in Rot fahren, ist auch okay. Was hast du zu mir gesagt? Andle, ich tun's da mal auf hier hinten, ne, das Ding. Kriegst kleiner daran. Das ist schon geil. Das ist echt aber fresh. Kriegst jetzt was ganz Spezielles von mir. Schaut mal rein, wie das findet hier. Jetzt streck ich dir mein Popo ins. Weißt du, wie das aussieht? Das sieht aus wie so eine angriffslustige Spinne, finde ich. Also hinten, wenn man so guckt. Schau. Ja, das sieht echt aus wie so eine angriffslustige Spinne. Erst. Voll fies. Ah, Alter. Nein. Was macht ihr denn? Was die Schande schafft nicht einmal da draus. Das ist ja so vor jetzt nicht in Bands. Hey, hör auf! Ah!
Ich muss raus. Zu blöd für alles mal wieder, die Schandl. So. Ich habe eine Spende gekriegt, darf ich was sagen? Natürlich. Die Marie Schulz hat 20 Euro donatet. Dankeschön für die Worte. Ich muss sagen, der Flori hat bei mir 29 rausgehauen, genauso ein Ehrenmann. Danke dir. Oh, voll süß, was du geschrieben hast. Danke dir. Oh, das ist echt süß. Wichtig, macht kugelsichere Reifen drauf. Hä? Okay, was sagst du jetzt? Ah ja, klar. Wo tue ich das? Alter, ich kenne mich nicht aus. Ja, das ist mal wieder super. Bei 4 Vehicle Mod Menu, ganz unten, Bulletproof Tires steht da. Kannst du draufhauen. Warte mal, ich hab noch hinten im Lager an. Von den Dinger. Ja, vor mir eine, du Arsch! Arsch. Weißt du, dieselbe Idee? Arsch. So. So, ich hab pinke. Waffen, Kleidungsmenü. Ah, was machst dir? Du? Ich fahr. Aha, da hat sich neu jemand was gegönnt. Ich hab gesagt, im Lager hinten habe ich noch einen gehabt. Maske? Wie kann das sein, dass das F11-Menü nicht funktioniert? Du musst F1 drücken, das ist jetzt F1. Umgetan. Prinzessin. Warum sagt das mir keiner? Ja, hättest du gefragt. Prinzessin. Alter, schau, wie Gangster wir aussehen. Wir sollten uns jetzt doch einen Helm kaufen, glaube ich. Ich hab einen. Ach, echt? Mit Oversize-Felgen. Mann, ich hab keinen Helm jetzt. Ich muss mir schnell einen kaufen. Wir haben uns doch einen gekauft. Ja, aber jetzt hab ich keinen mehr. Ich muss mir schnell einen kaufen. Alter. Ja. Leute, die Felgen sind Baba, oder? Die können drauf. Die ey, das sieht drauf. So geil aus, ohne Scheiß jetzt. Aber es schaut wirklich wie eine Metal-Spinne aus. Bis Gott, ich hätte gerne den Helm. Spinn. Achso, die gibt's hier nicht. Gemacht, ich hier. So muss ein Quad ausschauen und nicht anders. Schaut euch das mal an. Das ist halt ein Elektro-Quad, ne? Ja. Setzen hin. Ich kaufe mir gerade einen Helm, einen neuen. Ich zeige euch jetzt einmal, wie ein Quad ausschauen muss. Da schaust du, muss. So muss ein Quad ausschauen, ich okay? Ich sehe leider nichts zu dunkel. Schau die Felgen an, so muss das ausschauen. Ist halt Dodel leicht. Nein, ich bin kein Dodel, das ist die Wahrheit. So. Ich bin kein Dodel. Das ist mein. So. Oh ja, so einen Helm bräuchte ich. Problem ist, dass meine Haare so kacke rausstehen. Ich kann gar keinen Helm haben und einfach nur mit der Weihnachtsmütze herum. Tank ist auch bald leer, by the way. Oh. Oho, also, ich muss noch andere Haare machen, aber das sieht ja geil aus. Bei einem Elektro-Quad gibt es keinen Tank. Ah, da ist er. Ja, sicher, wir müssen aufladen. Anblatt nicht aufgeladen, das Ding. Wir müssen aufladen fahren. Ich hab den Geisthelm von allen. Was? Ich hab aufgeladen, aber was die Temperatur bedingt, das hält die Batterie nicht aus. Guck mal, mein Helm an, wie geil. Ihr habt trotzdem die coolen Felgen. Tanken. Ja, fahr schnell tanken, ich muss auch tanken. Ich hab nur 8, 7. Och, kacke, Leute. Oh, ich fahr geradeaus. Wir sehen uns. Warum hat das denn so wenig Akku, das Ding? Dann kaufst du dir einen Helm und gleichzeitig geht das sich die Arsch schneiden. Super. So. Hä? Ich fahr mal tanken. Oh, Stream, das ist sehr peinlich. Ich kenne mich hier nicht. Ja, das ist. Und ich muss schauen, wo die nächste Tanke ist. Ah, hier vorne, okay. Passt perfekt. Dann fahren wir schnell zur nächsten Tanke. Treffen uns dort und dann geht's los. Dann haben wir's. Oh, dankeschön, Connor Fuchs, für 2 Euro. Hi, kannst du mich grüßen? Hashtag aktiv. Natürlich, ich grüße gerade raus an Connor Fuchs. Dankeschön. Da kann man fahren, Jungs. Oh! Ja, ich hab da gar nichts dran. Alter, ich hab nur noch 6% im Tank drin. Ich hab irgendwie das Gefühl, da geht nicht viel rein in das Ding, kann das sein? Na, weiß ich nicht. Glaube ich nicht so viel, ne? Lass mal schauen. Aber es braucht auch nicht so viel Leistung. Die Leistung? So. Ich geh mal zur Zapfsäule. Flori, wieder, dankeschön für 2,30 Euro vor mir. Doch, nein, du Arsch, Xy und der Arsch, okay? Ey. Ich bin der gleichen Meinung. Ich hab nichts gemacht. Aber danke. Ich hab den schönsten Helm von euch. Ich hab die schönsten Felgen. Ich hab das schönste Quad von euch allen. Und das schnellste. Alter, wie Gangster das aussieht, ohne Kennzeichen mit dem neuen Tesla-Quad rumcruisen, schon geil. Was tust du? Du, ich habe ein Problem. Ja, Maus? Ich komme nicht auf mein Auto. Du meinst auf dein Quad? Ja. Kann es sein, dass du ihn hast? Hast du es abgesaved? Ja. Du hast es gesaved, warte mal. Hä? Ich bin ganz normal drauf. Ich weiß auch nicht, was das ist. Also. Ich komme nicht raus. Achso, es kann sein, tu mal auf. Ja, passt schon. Geht schon. Keine Ahnung. Perfekt. Du den Scheiß Helm, Obi, du Arsch.
Ach, warte mal, ich nehme schon eine Batterie mit, ja? Lass mich schnell eine Batterie kaufen. So, für 100 Dollar eine Batterie mitgenommen, perfekt. So, dann können wir mal in die Wälder fahren, Leute. Lass uns mal ein bisschen Spaß haben. Andel, was hast denn du da bitte für Felgen drauf, wirklich? Sind die besten. Ja, ey, bei mir ist Freeze. Freeze, Bruder. Du, och, Bruder. Die Cops sind da. Ihr habt kein Zeichen, du hast nicht. Bei mir ist gerade das Game mal hergegangen. Wirklich? Ich merk's gerade, ja. Was er jetzt schon wieder fährt? Ja. Gucken, Andel an. Oh nein. Bei mir ist das Game wieder Meier gegangen, meine Herren. Gut gemacht, Andel. Ich wollte auf Vehicle Safe gehen, auf einmal brack. Du kannst nicht Vehicle Safe gehen. Nein, du musst unten bei Vehicle nicht das Safe-Menü. Du musst ganz unten. Safe Vehicle musst du gehen. Du bist aufs falsche Safe-Menü, Andel. Da bringt's dir nichts. Und deswegen ist das Game Meier gegangen. Deshalb ist es gecrashed, aber das geht nicht. Du kannst es nicht so safe, wie du es meinst. Geht nicht. Deshalb wir wirklich warten, weil das ein Kopf. Ich habe Angst, dass ein Kopf. Ey, Andel, soll ich da im NPC nachfahren? Ich fahre immer nach. Ich tue so, als wäre ich dann Begleiter. Aber die kommen dann nach. Schau, wie ich vom Andel fahre. Schau. Andel, soll mir dann. Achso, warte, halt mein Quad dann. Ja, warte, ich probiere den Quad anzuhalten. Warte mal. Halt mein Quad. Also, wir schauen, dass wir bei deinem Quad bleiben. Bitte. Schandel, möchtest du den runterhauen vom Quad? Also, probier schnell. Hau den Fake-Andel runter vom Quad. Geht nicht, ne? Der war dann bleiben wir so. Wir bleiben so. Okay, dann kann er nicht wegfahren. Außer der fährt uns jetzt hinten drauf. Hallo, Andel. Wir haben deinen Quad. Du musst einfach. Ich hoffe, es geht, jawohl. Du Trottel, du Elendiger. Schlecht, die darf. Jetzt will er mal nachrennen. So. Der will mich schlagen. Wirklich, der Enz wird echt schnell weg. Ey, die Cops haben es nicht gesehen, dass wir kein Kennzeichen dran hatten. Ich hab so, jetzt lass schnell. Ja, lass schnell drauf. Hey, Andler, bin ich der Einzige, der kein Kennzeichen hat? Das ist das Angriff. Och nee, oder? Mal wieder so typisch, Alter. Weißt du, ich frage extra, macht ihr eure Kennzeichen weg? Andler so, ja. Jetzt bin ich der Einzige, der ohne fährt. Das ist wieder so typisch. Das ist wieder so typisch. Ja, fahren wir mal rauf aufs Land. Slow Dancing. Da bin ich der Einzige, der gerade illegal fährt. Na, passt schon. Irgendwann muss ja was Illegales machen. Du kannst das mal aber gerne abtreten, das Kennzeichen. Naja, das kannst du selber machen. Stimmt, wir müssten Blaulicht aufs Quad machen. Okay, das machen wir. Das machen wir. Wir machen das. Leute, wir bauen uns Blaulicht aufs Quad. Ja! Wir Alter, das müssen wir machen. Ja, sicher müssen wir das machen, Schandl. Hey, warte, Jungs, ich hab Hunger und Mädels. Echt? Ja, fahr mal rechts ran. Warte, wir müssen links fahren. Links. Über den Hügel. Warum? Da rechts ist ja was. Rechts ist nur ein Liquor Store. Ah, was? Liquor Store. Wurscht. Geht jetzt rein. Adel geht rein. Marie Schulz, danke für 2 Euro. Du weißt, einmal ja, Sandwich, oder? Sandwich, bitte. Hamburger und ganz viel Knoblauch. Ich weiß, wie du bist. Ganz viel Knoblauch. Warte mal, ein bisschen driften hier. Ja, ist das süß. Url, wo ist denn das Essensmenü? Wie ist denn jetzt? Wow. Auch wie mit F1. Du gehst schau, auf Inventar und dann isst du es. Ja, schau, Adel. Warte, ich muss ja auch was essen. Ich esse mal Sandwich. Du musst schon wissen, Schandl. Du musst schon beantworten. Ja, aber du. Ja, nein. Ey, wollt ihr was Lustiges sehen? Schau mal, ich bin am Telefon, wenn das nicht fahre. Jetzt ist weg. Fahren. Aber schau, jetzt Händchen. Ich Handy am Steuer. Also das ja, wo teuer. Ist dann das Telefon? Was für Menü? F2. Das ist jetzt alles ein bisschen übersichtlicher gemacht. Hat mein Quad 5% Dank, obwohl ich es gerade vorher danken war. Weil du es jetzt neu geklaut hast, deshalb. Der hat das resettet anscheinend. Aber was, weißt du was, bleib stehen. Hey, bleib stehen, ich habe eine Batterie dabei. Ja, wäre vielleicht gut, wenn wir das nicht mitten auf der Straße machen würden, Andel. Ja. Am Gehsteig machen wir das mitten. Aber dann trete ich dir das Kennzeichen ab, wenn du willst. Ja, passt. Also ich trete euch das schnell ab. So. Es muss aber brutal ausschauen. Ja, trete es ab. So. Warte mal, ich hab's gleich. Ich meine, das so. Ist ja schon wurscht, ob ich mit oder ohne Kennzeichen fahre, für die Felgen wäre sowieso ein. So, warte, jetzt gebe ich dir schnell Ding drauf. Warte, ich tanke das schnell auf. Dann machen wir das mal voll, ne? Jo. Ja, Gott sei Dank habe ich die Batterie mitgenommen. Stell dir vor, ich hätte die Batterie jetzt nicht mit. Boah, vor allem bei dem Wetter, da werden die Batterien ganz schön. Powerbank einfach vom Handy kurz hergenommen. Ja, sicher. Das ist das ich habe es zu 50% hochgekriegt, ja? Muss mal halt zur Tanke fahren. Das dann jawohl. So, passt. Gut, warte, ich schau noch ganz schnell was, nämlich der Basti Gaming. Danke für 5 Euro, kennst du mich noch? Kannst du bitte meine Prinzessin Letizia grüßen? Mach weiter, so bist der Beste. Dann grüß mal Letizia oder Letikia.
Und Dankeschön der Basti Gaming für 5 Euro. Beste Grüße raus. Und er hat nochmal 2 Euro doniert mit Quadfahrer und Lukas Richter haut 1 Euro raus. Dankeschön, auch mal einen kleinen Mann. Was? Ja. Der Flori hat mir 5 Euro und 50 Cent gespendet und sagt. Sagt für. Ah! Ich lies gerade und du bleibst mitten auf der Straße stehen. Ja, weil Andl da steht. Groß. Sag sie und freu dich, dafür hast du einen schönen Pullover an, du wunderschönes Model. Dankeschön. Das ist wirklich ich ein wunderschönes Model. Ich weiß, dass ich ein Model bin. So Leute, wir hauen das im Blaulicht drauf. Alle mal Hashtag Blaulicht in den Chat. Du, die Kibaras kann, glaube ich, hinter uns her. Echt? Oh, dann fahren wir warte mal, fahren wir rechts ab die nächste, damit der... Weil ich habe kein... Oh, da vorne ist... Der... Oh ne, das ist Polizist, ich habe kein Kennzeichen. Nein, ich habe genauso eins wie du. Alter, ich fahr hinter euch nach, ich fahr hinter euch nach. Ach. Ja, ja, schnell. Leute, schnell. Ach, Andl, ach, was hast du dir gedacht? Ich bin immer hinten dran, so ja, eine Scheiße. Du hast doch ein Kennzeichen, wir doch nicht. Hey, ja, Andl, lass die nächste rechts rauf. Da ist die Hirsches. Andl, bei der Hirsches fasst du rechts rauf. Jo. Da schau mal, was das Ding offroad kann. Oh, Alter, das geht gut. Ey, ohne Witz, der geht geil. Jetzt ohne Witz, Leute, das ist das beste. Mich jetzt da haben, der Trautl. Das beste Fahrzeug EU West, Bruder. Ach, so, da jetzt. Fahrt sie rauf, seid sie wahnsinnig. Nein, du, wir haben doch, Alter, wir haben doch so einen Tesla. Umsonst haben wir den nicht. Die Schandlers Model, die braucht immer länger. Ich werde gerade angehalten. Hä, warum fährst du nicht mit? Oh. Ich habe einen Hasen angefahren. Gut, wieso machst du das, Alter? Ey, wir haben nichts gesehen. Da war nichts da oben. Du, Andl, da ist nichts. Warte, soll mal Schandl raushelfen aus der Scheiße. Alle Leute wollen Hashtag Blaulicht. Gut, dann machen wir das. Ja, wir pumpen das dann drauf, wenn wir hier Schandl machen wir das? Machen wir das beim Willi oder beim Franzi? Ah! Na! Was? Andl, pass auf, was du machst. Du, ich hab nichts. Kennst du hier? Achso, ja, sicher. Da unten ist sie. Scheiße, Bruder. Ey, hör auf, was soll das? Was soll das, Andl? Arsch! Ich wollte das nicht. Schau. Ich hör nix leider! Hey. Hallo? Kennt sie? Ah! Einmal absteigen. Einmal absteigen, bitte, Jungs. Ich fahr schon weg. Ein Big Mac-Menü mit einer Cola, bitte. Dann hätte ich doch bitte gerne eine kleine Sechser Nuggets. Und noch eine große Cola. Und. Ey, aber die Chili Cheese Nuggets werden. Haben Sie Chili Cheese Nuggets? Darm. Ob Sie Chili Cheese Nuggets haben? Kennzeichen bitte schleichen, jetzt ist reicht. Euer. Hallo. Guten Tag. Ja, beide Personen bitte absteigen. Wegen euch werde ich ankommen. Warum denn? Wir wollen nur hier bestellen. Haben meinen Sie vielleicht Darm. Noch ein Big Mac-Menü mit einer Cola? Nein, Sie haben mich ja vergessen drin entzogen. Ein Big Mac-Menü mit einer Cola. Und vielleicht noch eine. Große Curly Fries. Ja, haben Sie noch die Curly Fries? Ich grüße Sie. Wenn Sie nicht absteigen, müssen wir Gewalt haben. Aber bitte mit es ist doch Weihnachten. Kommen Sie. Drücken Sie zwei Augen zu. Drücken Sie mal zwei Augen zu und spinnen Sie. Spendieren Sie uns mal was. Das geht an beide. Steigen Sie jetzt bitte oh ab. Mein Gott. Aber wenn ich absteige, Sam, dann habe ich einen Reizdarm, verstehen Sie? Ich möchte jetzt nicht absteigen. Egal, ich möchte hier nur meine Pommes bestellen und mein Big Mac-Menü in der Cola. Mal, dass Sie darauf hinweisen. Entschuldigen Sie, bin ich hier beim Drive-In oder bin ich hier falsch? Bruder, du Andl, ich habe das Gefühl, wir sind nicht beim Drive-In, wir müssen woanders hin. Ach Gott. Das ist wirklich ein Taser. Wir haben verspätet. Andl, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Warte kurz da rauf auf den Berg, komm. Okay. Voilà. Oh. Ah! So eine Scheiße. Ich bin runtergefallen. Ey, die fahren auf den Berg hinauf. Oh nee, der fährt mit dem Ding auf den Berg hoch. Ja, dann muss ich wieder runter. Alter, Andl, wir müssen aufpassen. Fuck, Alter. Warte, ich bin wieder dort bei der Tanke runtergefahren. Da Drive-In. Ich fahr rauf. Ich bin runtergefallen. Er hat mich noch immer nicht gefragt, ob ich Onion, Senf, Mayo oder Ketchup habe. Ich weiß auch, ich wollte auch nur ein Big Menü mit der Cola und er wollte mir keins geben. Und ich glaube, wir waren gar nicht beim Drive-In, ne? Die Leute reinschreiben, Andl sei artig. Als ob ich artig bin. Hallo? Ja, sonst kriegst du keine Geschenke morgen. Musst du aufpassen. Krieg ich sowieso nicht. True story. Oh, da ist ein Löwe. Berglöwe. Wo bist du hin, Hurdl? Ich fahr grad auf den Gipfel. Der Gipfel, juhu! Ah, da, ich seh die. Wo bist denn du? Warte, irgendwo hinter dir. Ganz weit. Aber ich komm wir schon. Wir könnten auch mit N reden, wenn ich dich anrufe. Dann können wir Schandl in Ruhe lassen da unten. Wir haben jetzt ein Telefon. Ich glaube, wir haben die Cops ja abgehängt von hier, oder? Ja, sicher. Schandl? Boss.
glaube, sie hat uns gemutet in der Zwischenzeit. Ist eh gut so. Ah, okay. Das passt schon. Müssen wir eigentlich auch so eine Taste machen, dass man sich gegenseitig muten kann. Wäre auch gut. Ah, da bist du! Servus! Servus, warte mal. Ah, da, hallo! Alter, was ist das beste Getaway-Vehicle, weil du fährst einfach damit und kommst einfach direkt weg. Richtig geil. Ja. Da kommt dann Never rauf. Geil. Ja, deshalb sage ich doch, heute macht's echt Spaß im Schnee mit dem Ding. Das geilste Gefährt ever. Ihr leider, wenn ich... Ja? Meine Zuschauer haben jetzt kein Wort verstanden, ich habe gerade auch mal so verstanden. Ich habe gedacht, du hast dich gemutet. Ich habe extra gefragt. Nein. Nicht? Ich war mitten im RP, ich habe gesagt, Leute, hören nichts. Und du so, okay, okay. Ja, du hättest was sagen müssen, das Problem war Andl und ich habe uns jetzt suchen müssen. Ah. Ich habe was gesagt. Ja, aber ich habe gedacht, du hast dich gemutet. Wir haben sogar so gedacht, du hast dich gemutet. Wir haben noch einmal jetzt extra gefragt und kam keine Antwort. Dann es kam keine Antwort und dachten wir so, oh, okay, hat sich gemutet, passt schon. Ich rede. Sorry. Oh, hey, bist du weggekommen oder fragen die noch was? Die haben mich nach einem Namen gefragt. Hast du dir was gegeben? Ja. Ist das dein Ernst? Was soll ich sagen? Ja, das ist ein 31. Ja, einen falschen Namen. Hast du Mark Rumpe gesagt? Ich habe Mark Rumpi. Ach, Kacke. Alter, wie es mich da durchzündet. Alter, das rumpelt. Es rappelt im Karton. Aufpassen, Hase! Warum rennt er immer in meine Richtung? Das gibt's doch nicht! Alter, kurz, jetzt hast du den zweiten schon. Nein, ihm geht's gut. Ich bin halt brav. Es tut mir leid, dass ich so brav bin. Schandl, wo bist denn du? Warte, ich fahr schon zur Tanke. Zu dir kommt morgen das Christkind. Ey, du, wir müssen eh nochmal zur Tanke. Wir müssen nochmal aufladen, das Ding. Ah ja, das hat schon wieder nur... Alter. Das geht runter, hier. Ja, ist schauen, auch ein, wo ich hin muss. Du, es ist Schnee, es ist kalt, der Akku hält wir nicht lang. Das Ding aber auch richtig, ja. Wo seid denn ihr, Alter? Das ist die Sache. Mit der Tanke und irgendwie. Jetzt geht's. Geh um oh, oh, oh. Nimm am besten noch einen Kanister mit, Andl. Da oben, Alter. Ein Heli? Oh, perfekt. Gut, du sagst meine Felgen. Ich hör schon wieder einen Heli, Alter. Maximal Flex, oder? Ja, maximaler Flexer bist du. Carmen ist bei mir VIP geworden, dankeschön. Alter, bei mir haben Carmen, das war eine gute Entscheidung hier. Dein Geld auf jeden Fall aktiv reinzuholen. Oh, der Devil ist wieder da. Hallo, der Devil, dankeschön für 1 Euro. Lil Sinei hat 1 Euro donated. Hi und liebe Grüße aus der Schweiz, dankeschön zurück. Tim Limkul hat 99 Cent donated. David 731 haut 229 raus. Hi, du Homo, liebe Grüße aus der Steiermark, aus Krieglach. Dankeschön, ebenfalls zurück. Akrierglocher. Sarah Maria Kaiser haut 1 Euro raus. Dankeschön an Sarah Maria. Dann der Hugo haut 10 Euro raus. Dankeschön. Dankeschön, lieber Hugo. Und da wuppelt gerade der Luca Grabo raus. Bitte Grüße. Natürlich, Luca Grabo, beste Grüße gehen raus. Auch wieder am Stissel. Wo seid ihr? Ihr seid hier. Wir sind hier. Wir warten hier auf dich. Wir haben ja gesagt, an der Tanke warten wir. Dann Grupp Adrian ist VIP geworden. Lukas Richter haut 2 Euro raus, ich gebe dir Geld, anstatt dass ich mir etwas kaufe. Ja, moin, der Ehrenmann haut einfach raus. Dankeschön, Lukas. Und Sarah Marie Kaiser schreibt, frohe Weihnachten und ein schönes Fest dir morgen. Dankeschön wünsche ich ebenfalls. Auch an alle, die Weihnachten feiern. Grüße gehen raus und alles Gute für morgen, ne? Schönes Fest sowieso. Oh yeah. Connor Fuchs, jo, kann ich den fertig rauchen? Der Connor Fuchs ist da. Jo, kann ich den fertig rauchen? Er hat gesagt, ich muss mein Kennzeichen ändern, weil das ist ein Staatskennzeichen. Ey, Flori, darf ich das vorlesen? Flori Vlog schreibt bei 22 Hashtag FoxesEndsMet. Streamt er eigentlich auch? Nee, oder? Gut. Nee. Ja, kann sich nur so angehört. Und ne, einen haben wir noch. Jeremy Lützkendorf, danke für den Euro. Grüß dich raus. Und Niloro Latsch, danke für den Euro. So, jetzt sind wir durch. Was wolltest du sagen? Was denn? Er hat gesagt, mein Kennzeichen darf ich nicht haben, ich muss mein Kennzeichen ändern, weil das ein Staatsding-Kennzeichen ist. Ja, das stimmt, das ist ein CA-Exempt-Kennzeichen, das darfst du nicht haben. Soll ich das umstellen? Das ist so gewollt. Ja. Muss uns das einfach abmontieren, oder? Das ist das andere. Schau, ist doch viel schöner, wir montieren es dir einfach ab. Ja, nein. Dann montieren wir das einfach ab. Nein. Das Fahrzeug ist beschädigt, ich kann nichts entfernen. Ups. Ja, dann mach's halt unbeschädigt, mein Gott. Dann musst du neu auftanken. Ja, dann musst du neu auftanken. Was hat die Katze jetzt hin? Da musst du jetzt nur auftanken. Ja. Okay. Ah, wobei ich jetzt anders auch machen können, aber passt schon. Oh. So. Das Beste ist nur immer ein Bier vor 4. So. Da ist ein Biggie Self. Na, Flaschenbier. Ein Bier vor 4 auf der Tankstelle. So, das perfekt. Ist Lifestyle. Alter, wir sind voll die Gang. Guck dir das an, bitte. Du mit Hermi mit der Mütze und dem Bier. Ich hab der Dodel da vorne dazu gehört, aber. Oh, Alter, danke schön, Hugo. Er haut nochmal 20 Euro aus Ehrenmann. Ja, Kurt, warte mal. Hey, Kurt, wenn wir schon da auf der Tankstelle sind, gell, Blaulicht.
Geht das hier? Nee, wir müssen zu einer Polizeizentrale oder zu einer, wir müssen zu einer Rettungseinheit. Ich weiß eh, wo wir hinfahren können. Wir können rüberfahren auf Sandy Shores. Dort bei der Rettung können wir das machen. Ja, aber wir fahren danach dann. Alter, Hugo, danke für 20 Euro, Ehrenmann, Digga. Hab dein Merch. Ja, Hugo, beste Grüße geht raus. Josef zockt haut einen Euro aus, gönn dir, dankeschön. Jens Schäuble ist gerade VIP geworden. Und David, ich weiß nicht, Butti kennst du? Krieglach. Ich weiß nicht. Butti kennst du Krieglach? Butti ist gerade nicht da, also falls Butti gerade im Chat ist, ne? Kann ja Butti mal reinschreiben, aber ich Butti ist gerade nicht hier. Jetzt wäre ich ungeduldig. Liebe Dirix, danke für einen Euro. Schlag mal Fox, please, bin 11. Das ist 11 Jahre alt und will die Fox schlagen. Oh, ey, da sind die Cops, da sind die Cops. Machen Randale. Wenn das ATV jetzt schreit. Denn die Apache bleibt gleich, wenn... Der Taser. Wow, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, ich weiß! Da war das knapp, das hat bei mir geschadet. Er ist ins Match weg! Jedes Mal, Alter! Bist du schon wieder zurück? Ja, mich ignoriert er. Mich ignoriert er, ja, weil ich frag. Ja, ist, passt schon, komm. Alter, gib Gas! Da ist ein 100er da drin, schau, 100, Radar, aufpassen! Gas? Nee, da ist noch keins drin, aber okay, steht der schon. Kommt schon nach. Hey, wir müssen wieder Offroad fahren. Ja. Nächste rechts, Alter. Ich glaube, der rammt mich. Oder? Echt jetzt? Rechts, hoch. Aua. Oh, nee, ich komm nicht hoch. That's what he said. Oh mein Gott, nein, ey. Schnell hoch da. Da hinten zusammenscheppert. Antl, wir müssen auf den Berg hoch. Fahr ja, rechts ja, hoch. Fick die Cops, machen Randalen. Ach, da seid ihr. Komm, ich jag dich mit Sandalen. Wenn das Quad jetzt wieder schreit. Brudi, ich 1:07 bleibt gleich. So. Brudi, ich muss los, wenn das Quad dann wieder schreit. Alter, ich bin da irgendwo. Warte jetzt auf mich. Ach, Rudel, du bist hallo. Da. Ja, wir warten. Oh, aua, muss das sein? Warum biegst du, machst du dann U-Turn? Ja, ich hab doch kein U-Turn gemacht. Ich hab nur gewartet auf Schande. Auf dem Berg jetzt immer. Ja, ich bin auch auf dem Berg. Du fährst hier rauf. Na du? Ich hab ein paar Schwierigkeiten. Jo, Schandl, jo, schau. Oh, Jesse, lange danke für 2 Euro. Alter, Hugo, geil, danke, haust du mal 10er raus. Da hauen wir jetzt mal einen Money Rain raus für Hugo, komm. Da hauen wir mal raus, einen 10er. Der Money Rain ist real. Yes. Bitte was? Wie lange wir gebraucht haben? Na, der Kopf hat versucht draufzukommen. Ach so. Ja, in der Zwischenzeit dürft ihr gerne komplett kostenlos hier liken. Das ist nämlich Support ohne Mord. Und gerne auch die Glocke aktivieren, wenn ihr Abonnent seid. Oder ihr abonniert einfach, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Für alle, die abonniert haben, ich wünsche euch auf jeden Fall einen größeren Bizeps im nächsten Jahr. So. Ja? Nee, größere Waden. Und größere Waden, Leute. Ja. So. Ich bin so langsam. Durch muss man auch bald mal reparieren. Schande, jetzt du musst mehr zunehmen. Du musst immer so blatt sein wie wir. Dann geht stimmt, das. Dann geht das. Es ist nur Masse, was sich da bewegt. Kann sein, dass Schandl ihr Quad nicht aufgetunt hat. Ja. Ja, weil vielleicht deshalb bist du so langsam. Ja, weiß ich ja nicht, wie sie das macht. Oh, schau, Kuddel. Nicht runterhauen. Wir fahren jetzt über den Berg rüber und fahren dann runter nach Sandy Shores, okay? Da war ein Löwe. Ja. Das ist der Sound auf die Spende. Alter, das Ding ist Offroad so ein geiles Teil. Vor allem die Polizei ist einfach machtlos, die kann nichts machen. Gar nichts. Außer mich vom Arsch tasern. Ja, stimmt. Mein Arsch ist immun. Scheiße. Die okay, können ja mit dem Hubschrauber hier. Ja, mit der Hubschrauber. Und was machen sie dann? Ja, sie abseilen oder was? Nein! Sie lassen einen abseilen. Sie seilen einen ab hier, ja. So, wir müssen über den Berg. Weil so kriegen wir keine Probleme. Ah, nein! Nein! Adel! Mein Gott, du Hilf mir, Mama! Ich hab mir mein Bein gebrochen! Schandl, ich hab Probleme. Ich bin tot. Ah. Kann mir wer aufhelfen? Was hast denn du gemacht? Hab überlebt. Ja, warte, du rollst gerade runter. Ich warte auf dich. Bei mir bin ich doch oben. Hä? Hast du vielleicht, wie rollst du gerade runter? Hast du Medikit dabei? Ich weiß nicht, ob ich das habe. Ich würde sagen, du hast das dabei. Es bleibt nicht stehen, dieses Schandl. Oh, jetzt fährt die Polizei mit dem Quad, Alter, jetzt mein Engel pfeift. Was? Hä, ernsthaft? Ich wusste es. Ich sollte mal ein Signal setzen. Vielleicht also das ist eine dumme Idee, wenn sie da runterfahren wollen. Ich fahr runter. Es
bleibt nicht stehen, das scheiß Quad, Mann! Hilfe! Ich steck in der Spalten fest! Seit wann hat die Polizei ein Quad? Ich kann mir wer helfen. Ich steck in der Spalte fest. Ich bin ganz weit unten. Ich komme nicht mehr raus. Das ist Scheiße, die jagen mich. Oh, Flori, Vlog, danke schön. Xyron, Andel und Channel machen mit bei Rettung Fox töten. Regel brechen. Hey, halt. Vor allem Dosenbier saufen, Blaulicht anbringen. Dankeschön, Flori, Vlog und bei der Rettung der Fox töten. Regeln brechen Hund. Was auch immer das sein soll, aber dankeschön, Flori, Vlog. Forever FCH 1965, danke fürs PP werden, Max. Oh ja, danke für 22. Ich muss mich da jetzt hinlegen, Leute. Ich glaube, Alter, kommt du mal. Musst mir nicht. Fat Walk, incoming. Weißt du, mir hilft ja auch niemand. Ich bin ja in der Spalte fest. Erst, ich werde von der Polizei verfolgt. Und ich häng da jetzt. Ich bin verletzt. Ich habe mein scheiß Bein gebrochen. Der hat mich fast umgebracht, der Typ. Schande, wir müssen ins Krankenhaus. Ja. Ja, ich habe ein Problem. Mir meldet ein Kopf hinterher. Nein, nicht runter! Ich hab ihn abgehängt, Ich komm schon. Ich bin schon wieder weg. Mein Gott, was bist du? Was du? Ja, mir hilft ja keine Sau. Oh, jetzt bin ich auch tot. Ich war ja schon kümmern. Ja, der hat einen Freund. Gummi, ich bin schon da. Seh ich nochmal am Boden. Ich bin auch tot. Oh nein. Ah! Oh Gott. Oh, ich leg mich immer auf den Boden, weil hier kommt sowieso keiner her. Wieso können wir nicht einmal normal sein? Nein. Bitte überfahre mich nicht. Bitte, Andel, pass auf bei dem, was du machst, ja? Bitte pass einfach auf. Ich hab den ganzen Berg runtergemädelt. Warte mal, holst du mich wieder rauf. Ob du mich abholst? Ja, gleich. Ich hab mir mein scheiß Bein gebrochen, Bruder. Der probiert aufzustehen. Bist du da oben irgendwo, gell? Warte mal. Ich hab da du siehst mich eh, wo ich bin. Scheiße. Soll ich mich wieder beleben, unten. Andel, ich bin unten. Hilfe, Ja, kannst du machen und dich dann am Boden hinlegen, wenn du dir was gebrochen hast. Okay. Weil tot bin ich dadurch nicht. Ich bin hier einfach runtergemettelt. Ja, ich hab auch Schmerzen, kannst mich abholen. Oh, Dankeschön an Max Heuer. Hi Xyron, herzlich willkommen, danke für deine Donation. Dann Jesse Lange, danke für den Euro. Ich muss jetzt mal managen, wie ich darauf komme. Boris Prankovic, danke für den Euro. Und Leine Dörix, danke für den Euro. Das ist voll cool, liebe dich, PSP 11. Ja, Grüße geht raus an Leine Dirixi. Auch nochmal, oder? Dirix. Hudler geht steil rauf, warte mal. Ich weiß. Was machst du? Jetzt kommt der Stunt-Andel. So, schau mal, wie Andel mich da jetzt abholt mit meinem gebrochenen Bein. Aber warte mal, mit Rückwärtsgang könnt's gehen. Hallo? Ja. Soll ich da jetzt warten, bis die Cops mich holen? Oder? Ich weiß nicht, wir machen gerade eine Bergungsaktion, weil ich hier liege, ja, schon seit 5 Stunden gefühlt. Gescheiße. Und es kommt ja keine Rettung oder sowas. Fuck, Bruder, warte, ich helfe dir. Ach, da, warte mal. Danke, Kevin. Boah, da sind die Cops! Oh, hallöchen. Verdammte Scheiße. Jetzt verwelkt. Ja, toll. Was mache ich jetzt? Dann wäre ich halt verletzt, so, jetzt wäre ich mich verletzt hier. Gut, kannst vergessen, die verfolgen mich. Ich wollte dich gerade retten, Alter, und auf einmal stehen die da. Die stehen schon die ganze Zeit da. Ich hab da rauffahren müssen. Ich muss jetzt mit dem verletzten Bein hier alles runterwuppeln, na super. Danke, Andel. Vielen Dank. Da vorne. Geh. Aber ich komm, wie soll ich da runterkommen? Wie soll ich das? Das ist doch nicht da. Verfolgt mich da so ein Heisel mit dem Quad. Weißt du, mir hilft auch keiner. Ich bin hier am Arsch der Welt und keiner hilft mir. Weißt du, wo du gelegen bist? Der Chefarzt ist leider auch hier. Ja, ich weiß, wo ich liege. Ich komme hier niemals runter, Leute. Ich komme hier niemals runter. Ich muss den zuerst da ablenken. Mir hat's geschmissen. Mir hat's geschmissen. Ich liege hier schon seit 2 Stunden. Ja, ich komme nicht mehr weg, die brauchen Heli. Ich muss weglaufen, Bruder. Scheiße, es ist alles in Arsch. Ich werde jetzt nicht mit dem Heli abgeholt werden. Bruder, es ist alles für den Arsch. Ja, Alter, ich bin hier festgesetzt, ich komme weder rauf noch runter, guck dir den Spalt hier an. Ich lieg hier auch, ja. Das gibt's doch nicht. Alter, wie kann man so verkacken, Leute? Wie kann man so verkacken? Ich hab wirklich. Alter, ich lauf grad weg vom Kopf. Ich könnte nur probieren, raufzugehen. Ich komme auf jeden Fall nicht runter. Das kannst du vergessen. Ich kann verletzt probieren, raufzurennen. Aber das kannst du vergessen. Leute, das kannst du von vorn bis hinten Bruder, vergessen. Ich kann nur ein Heli holen, aber ich muss erst noch irgendwie an ein Gefährt kommen. Ja, ich warte auf die Polizei oder auf die Rettung, bis sie mich hier abholt. Weil ich bin hier fest.
ich sitze ja fest, ich kann mich hier selber umbringen, ja, aber das war's halt auch schon. Ich sitze da schon seit 5 Minuten fest, so circa. Ich könnte probieren, hier runterrodeln, das wäre noch eine Möglichkeit. Und ich laufe da wie so ein Bekloppter mit der Weihnachtsmütze durch den Wald und ein Kopf verfolgt mich. Na komm, rodel runter. Ich rodel da jetzt runter, ist mir scheißegal. So, einmal hinlegen und runterrodeln. Komm, geht schon. Rodeln. Ja, ich rodel. Anl, ich rodel gerade runter. Ja, warum habe ich das nicht vorhin so gemacht? Das ist doch super. Ich rodel einfach. Da ist ja eine Rodelbahn. Hey, Anl, ich habe eine Rodelbahn gefunden. Ohne Witz jetzt. Ich rodel da jetzt einfach runter. Ja, ich rodel da einfach nur runter. Oh, nee, das Oder ich muss gerade entkommen, warte mal. Forever Twitch, 1965, VIP, Ehrenmann, danke dir, Bruder. Warte mal, ey. Ich muss nicht da gerade weg. Jetzt geht der da weg, ich rodel doch runter, ich bin doch im Arsch, Bruder. Jetzt geht der da weg, der Polizist, anstatt dass er mir hilft. Der muss doch gesehen haben, dass ich runterrodel. Was ist jetzt rodel? Alter. Ich bin schon runter verletzt, wie sonst was. Guck mich bitte an, wie verletzt ich bin. Und mir hilft keine Sau. Ja, warte, ich probiere irgendwo einen Hubschrauber. Ich warte seit 10 Minuten auf Hilfe. Ja, hub weiter. Ich bin runtergerodelt 5 Stunden da, ja? Ja, die Cops sind schuld. Ja, die machen nichts. Die helfen nicht. Die verfolgen mich. Achso, deshalb kriege ich keine Hilfe. Ja, gut. Dann muss ich wohl mit meinem verletzten Fuß... Ich bin jetzt eh schon abgehaut. Ich habe meinen Quad. Ich bin da gerade im Bikerviertel. Weißt du, mein Quad, ich habe sie gefunden. Jetzt kann ich alles rübermetteln. Weißt du, wie oft ich jetzt Hyperive gemacht habe? Sie ja 5 bis 6 Mal. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich hab grad im Biker-Ding dort den Moped geklaut, die schießen auf mich, oh mein Gott, fuck! Okay, jetzt immerhin, ich muss jetzt alles selber, weil die Inkompetenz hoch ist, ich muss jetzt alles selber hier rüberfahren. Nee, jetzt, hallo Andl, jetzt brauchst du keinen Hubschrauber mehr holen, ich bin wieder auf meinem Quad. Weißt du, ich wollte da gerade helfen. Nee, die Inkompetenz heute, nein, da fahr ich lieber mit dem Quad. Ich fahr jetzt mit dem Chopper. Nee, weil du hättest mich da oben nur mit dem Heli abholen können, das wäre sonst gar nicht gegangen, ich wäre einfach qualvoll verreckt. Ich hab grad aus dem Wald zu Fuß fliegen müssen. Warum hab ich mich nicht einfach abbrecken lassen? Naja, hab ich einen anderen Charakter. Hirsch! Ah, Hirsch! Oder dann wollte ich eigentlich nicht mitnehmen, sorry. Sorry, Hirsch! Geht's ihm gut? Leute, mir geht's gut. Ich hatte nur Bauchschmerzen und tierischen Durchfall nach dem ganzen, Essen gerade. So. Ich bin gerade am Flughafen. Ich hab grad eine Ampel kaputt gemacht. Ah, das ist ein Viech! Alter, schreck mich nicht so! Warte auf mich. Aua, kacke. Alter, das Ding ist aber actually richtig fancy. So, erstmal Pause. Oh, Dankeschön an Luca, der Zocker, für 1 €. Dann VanniGamer107. Kannst du meine Mutter grüßen und frohes Festbrot? Ich grüße die Mutter von VanniGamer107 und danke für 5 €. Und der Hugo, haut mal einen 10er raus, hau mal einen Like-Up raus. Ah, ich bin hingefallen. Perfekt. Hauen wir mal alle raus für die Bärungsaktion, die stattgefunden hat. Danke. Jo, danke. Ja, er probiert Reconnecting. Aber weißt du, ich bin ja gerade fast hier durchgedreht am Berg. Bin fünf Stunden mich dort gelegen. Ich dachte mir so, hä, warum kommt mich keiner holen? Ich wollte dem Ding nachmitteln. Wir sind zu wenige. Andl, wir brauchen mehr Helikoptereinheiten. Andl hätte mich mit Heli holen können. Das bist du, oder? Was? Ein Helikopter. Ah! Ja, das bin ich. Das bin tatsächlich. Das bin ich mit meinem geklauten Bike, hallo. Was seid ihr? Hey, warte mal, ist das eigentlich ein Zweisitzer bei mir? Warte, Andl, probier mal auf mein Quad raufzusteigen. Ich bin zwar schwer verletzt, aber. Ich hab Hartplastik da hinten auf. Ja, probier mal raufsetzen. Ist offen das Ding? Nee. Warte mal, nee. Probier mal. Du sollst auf mich warten, ja! Wir warten doch, ich muss ins Krankenhaus! Nee, leider. Okay. Ach, Scheiße! Nee, jetzt ist das ab. Was? Jetzt kann ich zu Fuß gehen. Meine Güte! Luis, danke fürs VIP werden! Ja. Der Luis! KapiTV. KapiTV wünscht doch uns allen hier schöne Weihnachten. Dankeschön, KapiTV, dir ebenfalls. Alter, Dankeschön für deine Nation. Ich hab alles falsch geschrieben. Oh mein Gott. Das ist mein Glückstag. Aber Leute, ihr wisst, wenn ihr nichts donaten wollt oder könnt, man muss nicht. Es ist Support genug, wenn ihr abonniert, Glöckchen aktiviert. Ihr helft mir mit jedem Abo. Also wer es noch nicht getätigt hat, jetzt machen. Ihr bekommt auf jeden Fall nächstes Jahr größere Bauchmuskeln davon. Das verspreche ich euch. Und lasst auch gerne komplett kostenlosen Like da. Ihr bekommt auf jeden einfach Fall ein 8-Band. Warum könnt ihr nicht aufpassen, wo ihr hinfahrt? Jetzt wäre ich angeschossen. Ah, ihr kennt mir alle. Was? Ja, scheiß Biker da. Aua, nicht, ich bin fast tot. Endlich bin ich mir verletzt hier.
So, ich muss nur noch ganz schnell. Scheiße! Schandl, soll man dich abholen? Ach, leck mich doch! Ja, ich bin gerade ins Krankenhaus gefahren, ich war schwer verletzt. Ich werd umgebracht gerade. Ja, ich kann dir nicht helfen, ich war schwer verletzt. Rainer 2.0. Ja. Die Tasse hinten. Wo ist jetzt mein fucking. Hallo Rainer? Ja, hallo. Ich glaube, das wird heute los mit der Monetarisierung. Da schauen wir schon mal, was passiert. Ey, bist du das in dem BMW da hinten? Achso, warte mal, ich könnte Copyright-Musik reintun. Andrew, bist du das im BMW? Hör auf jetzt, Sattler. Was? Ah, ja, das bist du, oder? Das bist du im BMW, oder? Das bin ich. Warte, lass dir Blaulicht einbauen in das Quad. Damit triggern wir die Leute richtig hart. So Leute, ihr wolltet ein Blaulicht im Quad, das machen wir jetzt. Passt mal auf. Wir gehen ins Krankenhaus. Voll geil. Ich auch. Warte, geht das hier nicht? Nee, warte, hier geht's nicht. Warte, wir müssen weiter. Oder haben die das schon. Nee, sag nicht, die haben das jetzt schon per Comment gemacht. Andl, ich glaube, die haben das schon per Comment. Ah, nee, doch nicht. So. Komm. So, machen wir hier. So. Das wird so lustig. Leute, wir hauen da hier. Warte, ich kann mit dem Mexican Marachica da hinten Blaulicht. Ah, bitte nicht. Leute, wir hauen jetzt ein Blaulicht drauf. Jetzt passt mal auf. So. Die melden euch hinterher, gell? Okay. Oh ja, dann lasst mich jetzt hier auch in Ruhe. Jetzt hab ich! So. Jetzt meldet ihr mich hinterher! So, dann machen wir. Ich will doch nur zu euch! Warte, wir machen noch eins drauf. Wieso? Nein, ich finde das nicht okay. Ich bin gerade 10-mal gestorben, mir hat keiner geholt. Und jetzt meldet er mich hinterher. Ja, mich hat auch 10 Stunden lang keiner geholt. Leute, eine Portion Mitleid. Alter, ich habe ihn kurz sei leidbar damit geht. Komm hier zu euch, ich werde euch jetzt verraten, Alter. Wirklich? Ja, passt. Was jetzt ein 31er? Ja. Schau mal, macht sie wirklich. Aber sie sind nicht hinter ihr hinterher. Ja, bitte. Ich fahre mit dem BMW. Ich hab jetzt ein Blaulicht an meinem Gerät. Ja, jetzt wendet die. Oh ja, geil. Leute, guck mal mein Blaulicht an. Warte, ich fahre ihn zusammen. Oh, endlich hab ich Ruhe. Alter, das sieht aber geil aus, du, muss man schon sagen. Warte, ich will den Typen zusammenfahren. So, los geht's, Leute. Dein Tank? Oh, scheiße! Oh. Nein! Ich bin ein Vollidiot! Mein Tank! Ach, Leute, Kacke. Ich wurde geblitzt. Du, Andl, du musst die ablenken. Ich hab nur noch 3% Tank. Erst, ich hab 10% in einem lahmarschigen Beamer. Beamer, Benz, Bentley. Ich kann sie nur zusammenfahren. Beamer, Benz, Bentley. Okay, das schaffen wir noch, Leute. Das schaffen wir noch. Ich hab zwar nur noch 3, aber scheiß drauf. Wenn der da jetzt mit drauf meddelt, dann ist das Fail-RP vom Feinsten. Blitz. Nee, macht er nicht. Perfekt. Warte mal. Hätte ich würde dich so gern zusammenfahren. Oh, warte mal. Bruder. So lahmarschig. Alle ein Like da lassen für Schandls 31er. Tja. Ja, sorry, ich bin 10-mal, wenn ich. Wer fährt denn da mit dem Quad? Wer ist da gerade mit dem Quad gefahren? Ja, Alter, ich hab so das so schnell auftanken können, ne? Ich hab's doch aufgetankt! Erst mein Beamer ist Meier gegangen. So, warte, Leute, warte, wir machen das nicht. Bist du? Da, der Andl, schau, wer ist wir tanken doch ganz schnell auf, das Quad hier. Andl? So. Jo. Was ist denn da los? Dankeschön an Miguel Semmelmeister, der hat hier VIP rausgewuppelt, dankeschön. Geil. Und auch ein Dankeschön an The Joker. Ich bin nicht mehr vorn. Hi Xion, habt ihr in Österreich Schnee? Wünsche euch schöne Weihnachten. Dankeschön ebenfalls an The Joker. Und wir haben derzeit. Also bei uns in Graz liegt derzeit gar nichts. Ja. Aber ist auch in der Stadt, ne? So, wer ist denn das hier unten mit dem Quad? Fahr ich da vorbei. Ich fahr das illegalste Quad EU West, Leute. Nee, oder? Ist das ein Korb? Hä? Aua! Also, das finde ich jetzt aber unnötig. Sir, was soll denn das? Hallo? Habe ich was Falsches gemacht? Entschuldigen Sie bitte, habe ich was Falsches gemacht? Was hab ich jetzt wieder angerichtet? Ich wurde festgenommen. Hallo? Wir werden verfolgt. Entschuldigen Sie, habe ich was falsch gemacht? M4, Druck weiter. Sir, das ist Privatgrundstück, ich darf hier fahren. Ihr könntet mit N reden. Wir warten auf den Kollegen. Bitte. Okay, warte, dann mute ich euch schnell. Warte schnell. Ich wurde festgenommen, by the way, ich komme gleich wieder. Hallo? Also es finde ich sehr uncool, dass ich mich gerade festnehme. Ich habe nichts gemacht, das war ein Privatgrundstück hier. Sir, hallo? Das hier ist ein Privatgrundstück, ich darf hier fahren. Ja, Sie haben kein Recht, mich an einem Privatgrundstück festzunehmen.
Und sie haben auch kein Recht, sich irgendwelche Blaulichter an ihr blödes Quad zu schrauben. Klar, wenn ich hier privat fahre, ich fahre ja nicht auf der Straße, Sir. Ich fahre ja damit nicht auf der Straße. Sie sind damit auf der Straße gefahren. Nö, bin ich nicht, sonst hätte ich ein Kennzeichen. Ich würde niemals damit auf der Straße fahren. Achso, sie haben gar kein Kennzeichen, ja, das ist ja lustig. Nee, ich habe das hier hingebracht und fahre hier Offroad. Ich bin extra nicht auf der Straße gefahren, ja? Muss es wissen. Bin ja alles ganz legal. Ich bin hinterher gefahren, über die Autobahn. Ja, da sind sie aber am Falschen gefolgt. Da gibt's mehrere Leute, die fahren. Ja, ich weiß nicht. Ich blauer Helm. Das bin nicht ich. Es gibt einen anderen, der hat einen blauen Helm. Das bin sicher nicht ich gewesen. Ja, okay. Sir, das war nicht ich. Sie können mich jetzt nicht einfach mitnehmen. Hallo. Das ist gegen mein Recht. Ich werde das zur Anzeige bringen. Ja. Wir sehen uns doch vor Gericht, Freundchen. Sie können ja dann alles zur Anzeige bringen. Garantiert nicht. Wir sehen uns vor Gericht. Witzigen Typ da noch schnell. Ja, sowas Narzisstisches hier wieder. Wird mir ja alles abgenommen. Ja, ja, mein Feuerzeug nehmen sie mir auch ab, ne? Ja, das ist ja so gefährlich. Das ist aber wirklich sehr nett von Ihnen. So, darf ich einsteigen? Weil hier ist ziemlich kalt. Also die Scheiße ist einfach, ich wusste nicht, dass er das ist mit dem Quad. Wer kommt drauf, dass die Polizei mit einem Polizeiquad kommt? Schwarz, Reife, glaube ich. Ja. Ehrenhaft! Sir? Du musst Ausschau halten nach. Die haben Blaulicht an ihrem Fahrzeug montiert, ne? Nur damit du es weißt. Nö. Da sehen Sie das, weil der Typ ist. Also nehme ich gerade hier mit, ne? Ohne ein Recht zu haben, mich mitzunehmen. Die sind erstmal still da hinten. Ihr Kollege ist ein Narzisst. Der hat mich ausgelacht, als ich ihm gesagt habe, wir sehen uns noch vor Gericht. Das ist sehr narzisstisch, wenn er mich auslacht, deshalb. Finden Sie das nicht auch ein bisschen blöd, sowas? Weil professionell sieht halt anders aus, ne? Wenn ich sage, wir sehen uns mal vor Gericht, dann kann er sagen, nein. Das freut uns für Sie. Aber wissen Sie, ich habe einen Anwalt. Ich habe einen Anwalt, der hat eine Kanzlei bei sich zu Hause und der macht halt Walter-Sachen. Der ist Walter, der Anwalt. Und der macht halt Walter-Sachen, Verwaltung, Arbeitsbedingungsverwaltung, Verwaltung für Verwaltung für Walters. Und ich habe noch einen alten Walter bei mir zu Hause. Walter der Alter, aber den benutze ich schon seit 2 Tagen nicht mehr. Also mit dem her muss man da ein bisschen aufpassen. Wo bringen Sie mich jetzt überhaupt hin? Ich habe ja nichts gemacht eigentlich. Also theoretisch. Sie werden jetzt inhaftiert. Inhaftiert für was? Können Sie mir genau den Paragraphen aufsagen? Sie sind ja Polizist, das müssen Sie ja wissen, oder? Ja, dann machen Sie das mal. Sie sind ja Polizist, Sie müssen das auswendig können. Wir bringen uns jetzt einmal in die Zelle und dann kümmern wir uns drum. Sie sind ja Polizist, Sie müssen das ja auswendig können. Oder fragen Sie mal den Kollegen. Herrn Speck, könnten Sie mir sagen, weshalb ich festgenommen wurde? Paragraph? Dann müssen Sie ja wissen. Auf welchen Paragraphen beziehen Sie gerade diese Festnahme? Ich schau gleich für Sie im Pinot. Aber Sie müssen das selber wissen. Sie müssen das auswendig wissen. Sir, wenn wir das auswendig wissen müssten, hätten wir keinen Penal Code in unserem MDT. Ja, klar, aber das müssen Sie schon auswendig wissen hier jetzt. Sir, Ich schaue Sie extra nach. Sie wollten das, also mache ich das. Ja, dann machen Sie das jetzt, dann warte ich hier. Ich werde hier noch in der Zwischenzeit mal einen Kaffee trinken. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Dann kann weiter diskutiert werden. Und wegen Sachen, wegen Obst und so weiter. Also entweder sind Sie blind auf Beinauung oder nur einfach blöd. Weil es ist Obst in der Zelle, ja? Auch wenn es nur eine Banane ist, es ist Obst in der Zelle. Boah, das brauchen wir ganz schön lange da zum Nachschlagen. Ah ja. Mein Gott. Also den. Paragraph 4 Absatz 12, Widerstand gegen einen Peace Officer. 5 Minuten Haft. Was sind Sie, ein Peace Officer? Was haben Sie gesagt? Peace Officer, Sir. Wenn Sie kein Englisch können, dann sollten Sie vielleicht aus Amerika raus. Da haben Sie recht, Sie sind ein richtiger Peace Officer. Und jetzt tun Sie mich in die Zelle und dann hat sich die Sache. Und gegen welchen Paragraph habe ich jetzt verstoßen, weil ich ihn nachgeplappert habe? Ja, das 7 Minuten, Herrn Speck. 7 Minuten hören sich gut an, passt. Wir hätten einmal Paragraph 4 Absatz 12, Paragraph 4 Absatz 14 und Paragraph 4 Absatz 13. Flucht aus Gewahrsam, Flucht und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Darf ich Ihnen mal Ihr Paragraph Führerschein sagen? Da gibt es auch einen Paragraphen für den Führerschein. Ach, den Führerschein, ja, den kann ich Ihnen gerne entziehen, wenn Sie weiter so dumme Sprüche loslassen, alles klar? Nein, aber ich stelle Ihnen gleich einen Führerschein für meinen Popo aus, dann können Sie mal meine Damen von innen sehen. So, lassen Sie mich. Anscheinend. Weil Sie können, verstehen Sie, Sie können mich nämlich immer am Arsch. Jetzt tun Sie mich in die Zelle, holen Sie mir meinen Anwalt, den rufen wir jetzt an. Genau, ich will meinen Anwalt anrufen.
Andi, der Anwalt. Anwalt. Das müssen Sie jetzt machen. Na klar, ich möchte, ich habe das, Sir, ich habe das Recht, wenn ich festgenommen werde, mit Anwalt zu kontaktieren. Das Recht wurde Ihnen hiermit entzogen. Es gibt ein Recht, dass wenn man festgenommen wird, man einen Anwalt anrufen. Ah, ich habe noch mal einen Helm auf. Also, Matt, ey. Ich stelle den Führerschein aus. Für mein Popo, da sehen Sie immer meinen Namen von denen, ich liebe es. So, jetzt bin ich hier im Gefängnis, super. Ja gut. So schlimm ist das gar nicht. 4 Minuten im Knast. Ich habe noch immer meinen Helm auf. Leute, ich habe wunderschöne Haare, Leute. Oh, ich werde die Kappe tragen. So, Dankeschön, Gangster. Vegas Dunst für 1 Euro. Grüße ihn raus. Louis Schatz ist 4P geworden. Dankeschön. XZR Ain. Oder vor Ain. Danke für 1 Euro. Grüße gehen auch raus an dich. Und jetzt müssen wir warten und in der Zwischenzeit gerne abonnieren, Glöckchen aktivieren. Ich sage das immer wieder, weil ich glaube, die meisten Zuschauer haben noch gar nicht abonniert. Schreibt mal rein. Wenn ihr abonniert habt und die Glocke aktiviert habt, schreibt mal einfach rein, ob ihr abonniert habt, dass ich weiß, wer hat abonniert. Einfach Hashtag Abo. Schreibt einfach jetzt Hashtag Abo in den Chat, dass ich weiß, wer alles jetzt schon abonniert hat hier auf dem Kanal. Weil die meisten, die immer zuschauen, die schauen zwar zu, aber abonnieren dann nicht. Ne? Aber sie kommen halt immer trotzdem wieder, das verstehe ich nicht. Aber die Statistik sagt es halt. Ne? Es gibt ja so eine Statistik, da sieht man, wie viele Zuschauer haben abonniert, wie viele nicht. Ne? Und kann es euch einfach empfehlen, weil ihr helft dann mit dem Kanal, ne? Hilft damit mir. Und das ist halt kostenlos. Wer hat Korall? Der Saugstauber. Ja, ich habe ja das Menü nicht hier. Sonst würde ich jetzt ganz viele Saugstauber hier spawnen. Das ist hier die Saugstauber-Action. Alter, aber wie mad die Cops schon waren, ne? Alter, wie viele da... Oh, ist aber echt viele hier. Abo, Abo. Alter, das rattert hier ja durch. So viele Abonnenten schon, Herr Bruder. Ja, da will ich echt mal sehen, wie viele Abos hier... Also, wie viele Abonnenten hier im Chat sind. Ja, das ist krass. Also so viel hätte ich mir jetzt auch nicht vorgestellt. Bruder, muss los. So viele Abo. Hashtag Abo, Abo, Abo. Alter, das rattert durch. Holy moly. Ja, also wer es noch nicht abonniert hat, jetzt abonnieren und Hashtag Abo rein. Saugstauber. Hashtag, weißt du, ich sehe einfach, bei den ganzen Hashtag Abo sehe ich dann einfach nur einen Hashtag Saugstauber. Der Mädel da durch. Wurde aus der Haft entlassen, wurde ich nicht. Das ist der Sound auf die Spende. So, das ist der Sound der Spende. Oh, Bruder! Hallo! Hier ist die. Servus! Wir werden noch immer verfolgt. Achso, ja, ich ja. Nicht mehr. Ich hab meine Strafe abgesessen. Ja, ja, viel Spaß, tschüss. Ne? Tschüss! Ich lass meinen Helm auf, Leute. Ich lass meinen Helm auf. Oh, ich muss mir ein Mietauto holen, ne, gerne. So, Leute, was für ein Auto mieten wir uns? Entweder ein Golf, ein Tesla. Ach komm, Tesla S. Mieten wir uns. So. Alter, ist aber ganz schön rutschig mit dem Tesla. Oh, Alter. Ist aber ziemlich rutschig. Alter, machst du auf, bitte. Ich hab dir gerade hier gegönnt. So, dann müssen wir uns jetzt aber unseren Cybertruck wiederholen. Ich frag mich nur, wo der jetzt steht. Ah, was soll denn das? Ha. Bin jetzt fast reingerattert. Ach. Bitte. Komm uns mit, fahren Sie mir nach, bitte. Was habe ich denn gemacht? Ja, wo bin ich jetzt angehalten? Ja, was habe ich jetzt gemacht? Wo bin ich jetzt angehalten? Hä? Ach so. Ah, deshalb. Ich werde da fast reingedonnert, dankeschön. Sehr netter Mann. Das ist ein 80er. So, Rental-Kennzeichen ist drauf. Jetzt müssen wir schauen, wo haben wir unser Quad eigentlich stehen lassen jetzt. Ach, da hinten am Berg, ne? Das mit dem Blaulicht, das hole ich mir wieder. Außerdem das beschlagnahmt. Schauen wir mal, ob die das beschlagnahmt haben. Hier ist ein 100er, perfekt. Also wenn die das jetzt beschlagnahmt haben, bin ich ernst mit, muss ich mir ein neues Quad kaufen. Weil das Quad macht einfach so Fun, mit dem zu fahren. Aber dann gehe ich mal zurück in den Chat. Wartet mal, Leute, da muss ich mal hier in den Call. Mädel. Mädel. Ah, endlich. Sorry, ich hab das jetzt gebraucht. Ich suche gerade meinen Quad. Doch immer hinterher, ich weiß. Du, die haben Spike-Strips aufgestellt. Ich werde da fast reingemeddelt. Warte mal, Hurdel. Soll ich irgendwo auch hin? Nein, ich suche gerade meinen Quad. Ich weiß nicht, wo das hingestellt. Ah, warte, hier hinten ist es irgendwo, glaube ich. Ich suche gerade meinen Quad. Ich weiß nicht, ob die das jetzt mitgenommen haben oder ob die das... Fake News. Haben die meinen Quad beschlagnahmt oder... Warte, ich fahre hier mal lang sonst. War das hier vorne, ne? Ich glaube, das war hier irgendwo.
Außer ich bin gerade zu blöd dafür. Nein! Ich schau mal. Ich glaube, das ist hier vorne. Ich hab schon wieder was überfahren. Sag mal, wie oft überfahre ich heute was? So. Leidl, hört's auf, bei mir schreiben es gerade die ganze Zeit Schandl plus dem, Schandl plus dem. Weil du gesagt hast, die sollen aufhören. Ja. Ja, moin. Aber davor habe ich schon so viel. Schandl lassen sie. Schandl ah, ich glaube, da war es. Hier war es. Hier war die Stelle. Ich lass mich sehr leicht triggern. Haben die das stehen lassen? Ja. Hast du das schon wieder anfahren lassen? Nein, sie haben es beschlagnahmt. Sie haben mein Quad beschlagnahmt. Super. Ja, das war. Am Flughafen? Ich will weg war das die Stelle, da. Leute? Ich glaube, das war die Stelle. Ich glaube, sie haben es beschlagnahmt. Ja, das muss fast die Stelle sein. Du Andl, ich brauche ein Quad. Yo. Kannst du mir jetzt bereitstellen? Ich hätte gerne mein Quad wieder. Ah, du. Wo? Ja. Bahn. Ich weiß nicht, kannst du es liefern? Scheiße, wieso steht der da? Wo steht der? Steht da bei der Tankstelle. Also soll ich dir helfen bei irgendwas? Nee. Ich kann die Cops ablenken, wenn du möchtest. Nervt uns. Naja, ich komme schon. Ich halt und trotzdem weil ich werde ja nicht mal verfolgt. Ich helfe da ein bisschen. Das ist Metagaming. Ich bin halt 10-mal gestorben und ich werde trotzdem. Da steht voll. Ein Quad. Schande, ich habe dein Quad gefunden. Ja, ja. Ich habe dein Quad. Darf ich es haben? Ja, ja. Ja, klar. Da muss ich keinen mehr holen. Ja, perfekt. Schau mal, es löst sich ja alles von selbst. Ja, ich habe mein Quad wieder. Ja, einfach da um die Ecke wartet der Schlauberger. Ja, ich habe Quad. Ach, du hast aber kein Blaulicht drin, da werde ich eins einbauen hier. Leute, lass uns wieder ein Blaulicht einbauen, aber dieses Mal theoretisch, ist nicht die Küche. Lol, habe ich den gerade abgehängt. Theoretisch weiß ich gar nicht, wo ich verfolgen, weil erstens bin ich gestorben, es war keiner da, der mich verfolgt. Also wenn du wirklich gestorben bist, dann sollte ich dich nicht verfolgen. Aber wenn du mit anderen zusammenfährst, dann ist klar. Wieso? Ich bin nicht gestorben und bin schon zweimal von denen abgehauen und habe den einen sogar zusammengefahren. Also. Er hat nämlich ein bisschen vorher stehen geblieben. Das war das Witzige. Und der Desert wollte nämlich, dass ich aussteige. Nicht der andere, sondern ich. Ja. Und ich war so, hä? So. Ich bin gestorben. Also, es war keiner da. Also, theoretisch, ich bin einfach gestorben. Weißt du, wie ich meine? Ja. So, jetzt was Unauffälliges. Ja. Für den Alltag. Weil es war ja keiner da. Wir haben zu wenig Leute, dass mich jemand abholt, etc. Und das Ganze durchmacht. Etc. Ne? pp, ja. Ja, genau. Deswegen, theoretisch, ja. Ich tanke schnell das Ding mal auf O4. So. Ich will meinen Kanister wiederholen. Auch Dankeschön an, muss man hervorlesen. Louis Schatz ist VIP geworden. Gangster Vegas Stunts hat 1 Euro donated. Dankeschön. Und irgendein russischer Name, den ich leider nicht aussprechen kann. Sorry dafür. Aber ich probier's mal. Omnik Bikakopnik. Kann sich aussprechen. Bitte hupt mich nicht an. Alter, ey! Beste Tankstelle hier, cool. Dankeschön für den Euro. Dann Gregs C50 Fireblade, danke für 2 Euro. Bist der Beste, mach weiter so, bist der Beste. Dankeschön. Josef Zock, danke für den Euro. Hashtag Abo. Anja Lium Muska, danke für 2 Euro. Du bist cool, dankeschön. Und Larry 093, danke für 5 Euro. Schön, ja, bist beste wehe. Hund, Frau am Steuer, ungeheuer. Schön für den Lambo, schau. Und dankeschön an nicht eine. Larry Adel? 093 für SVP werden und Andl, ich hab Angst. Ja, ja. Ich verstehe jetzt nicht, wieso du mit mir an der Tankstelle Angst hast. Na, ich hab jedes Mal, wenn ich mit dir an der Tanke bin, Angst. Das ist schon so ein geiler Gag einfach. Ich meine, probier, fahr rein. Ich merk's eh nicht. Ich hab Inscript drin, dass ich's nicht merke. Komm, mach. Chill. Fahr rein. Baust ich kann dich. Nur nicht tanken, weil da irgendwo die Cops herumcruisen. Achso. Ich geh's. So, warte, lass mich schnell noch ein Kanister holen. So. Bist du fett? Ja. Alter, Cherry Boss, danke für 20 Röntchen. Nee. Ist auch wieder am Stiel. Jetzt hast du einen Kanister Kraft an. Das ist erstmal wieder komplett. Und ja. Tano, nee. Best 123, danke für 2 Euro. Gute Nacht. Wünsche ich dir ebenfalls, falls du gerade schlafen gehst. Scheiße, Bruder, lenk dir ab. Hallo, entschuldigen Sie bitte. Hallo, entschuldigen Sie. Hören Sie mich? Ja, hallo. Ich komme jetzt mit einem Hubschrauber. Ich kenne dafür aus. Ich habe einen Vollkoffer bei mir zu Hause vergessen. Und ich wollte fragen, ob Sie vielleicht zu mir nach Hause fahren könnten, den holen schnell. Weil ich habe mich jetzt verfahren, ich weiß nicht, wo ich bin. Kann ich irgendwie verarschen? Komm jetzt mit dem Hubschrauber. Nein. Ja. Aua. Er ist mir gerade reingefahren. Das ist an der falschen Stelle. Oh, weil da vorne erst, das ist eine Zunft da. Das müssen Sie privat regeln. Entschuldigen Sie, könnten Sie mir den fragen, ob man einen Vollkoffer abholen kann. Ich will vorweilen, das ist ja Zunft da vorne. Und Thanos Best 123, gute Nacht. Ja, wie gesagt, Thanos Best, dir auch eine gute Nacht, weil du gerade schlafen gehst. Aber dafür auch mal Money Rain raus. Ja, alle. Was machen wir jetzt? Hey, was wir machen? Jo. Ich muss das Ding auftunen und umlackieren, weil ich,
Ich komme damit voll nicht klar, dass das so ist. Ja, ich bin auch noch auf der Flucht. Das ist achso, bist du noch auf der Flucht? Ja gut, das weiß ich ja nicht. Ja, ich hätte gern wieder Quad. Ja. Ich hab das Schild geguckt. Ich glaube, hier ist ein 80er, oder? Ne, hier ist ein 100er da, super. Ein Huni? Ein Huni? Man kann sich jetzt wirklich an die Schilder halten, das ist voll Korall. So. Ich mach den Audi jetzt pink. Ja! Kein Hurdel an! Was denn? Und da ist für mich aber auch noch Platz, oder? Geh weg, Alter, geh weg! Aua! Du bist ein Vollidiot! Da ist für mich aber auch noch Platz! Vor deine! Immer dasselbe mit ihm. Immer dasselbe. Ein fashion pinkes Quad hast du da. Ja, danke, das wollte ich nicht so. Das sah schon so, wie ich es geholt habe. Ich mache jetzt Pink Camouflage. Ja, ja. Wollen wir nicht mal zusammen Quad fahren? Ich habe irgendwie Bock, im Wald mit euch Quad zu fahren. Oh. Na, das ist nur ein Arsch. Ihr seid Spielverderber. Nein, wenn du mal Quad gibst, dann mache ich das. Sicher. Ja, wo fladern wir uns? Oh. Ich habe Kontakte. Oh mein Gott. Doch sexy, so. Oder? Geil. Das ist die Sound, ich lass mal eins liefern. Ja. Da, die richtigen Felgen und zwar Gold. Oh Gott. Das geht jetzt aber schnell mit dem Liefern. Warte noch, putzen. Eigentlich habt ihr gerade eins geliefert. Alter, du bist ja, wer hat das gerade so schön gemacht? Ja, der darf da ruhig stehen. Ja, und ich? Was macht ihr jetzt? Mein Auto. Du kriegst mein Auto. Okay. Wenn die Quadfahren so anstrengend ist. Ja. Weil mit dem Quadfahren macht am meisten Spaß. Warte mal. Oder hast du noch kurz Zeit? Ich muss mich schnell tunen. Ja, sicher, ich hab noch Zeit. Muss das sowieso mal repairen dann. Was fährst du auf? Ich will da drauf fahren. Ich fahr einen Quad, ja, und will hier hoch. Warte mal, vielleicht wird das Max rückwärts. Max-Tuning, oder? Aua! Hat der Butti einmal gesagt, Max-Tuning ist das Beste. Max-Tuning ist das Beste, ja. Leute, ich hab grad einen Quad. So. Cherryboss, Donate 10 Euro, danke schön. Werde ich dir morgen auch. Gut, nein, morgen ist Weihnachten. Morgen ist Weihnachten, da sind wir leider nicht da. Jetzt hab ich mich geschreckt, gut, dass du die Cops reinmeldeln. danke für die 10 Euro, danke. Schau, einen Andel an. Oh, jetzt hab ich vergessen auftanken. Uppala. Ah, das ist eh der Tanke. Jetzt, wo ich's repaired hab. Aussteigen, so, um zu tanken, jo, gerne. Ich steig gerne aus. Ich hab noch immer kein Kennzeichen dran. Irgendwie ist das den Cops egal, dass ich kein Kennzeichen dran hab, ne? Ich glaub, die haben gerade ganz andere Sorgen. Oh, dankeschön nochmal an, wer hat hier rausgewuppelt? Xzarain, danke für 1 Euro. Ich tanke, und nichts. Danke an Guvi Guvi für 5 Euro. Haut raus hier. Guvi Guvi. Aus dem Superchat. Dann Tano Best haut nochmal raus. Noch nicht, aber bis der Beste kenne ich seit vielen Jahren. Grüß Andel von mir. Andel, Grüße gehen raus an dich. Hallo, danke. Und Larry09 haut raus. Zu den küsst seine Augen. Das ist die Sound, ich bin. Dankeschön an Larry. Bist mein Idol, schreibt der Larry nochmal mit 5 Euro. Ey, dankeschön, Larry. Der Hund ist dein Idol? Du möchtest mal ein Hund werden. Na, super, das finde ich super. Entschuldigen Sie, dankeschön. Am Ende des Tages wollen wir alle ein Hund sein. Ja, stimmt. Gassi eigentlich. Gehen, fressen, schlafen. Keine Steuern zahlen müssen. Stimmt. Okay. Schon Korall. Kurt, der steuerzahlende Hund. das stimmt. Cherry Boss bügelt nochmal 2 Euro raus. PS, geiler Oder Blitzer. Dankeschön. Nein, ich bin voll durch. Na, oh, ich auch. Weißt du, so geil, ich fahre eher so Blitzer, ich bremse ab, und da war ich schon spät. Sind schon da. Jawohl. Ja, warum denn? Wir sind ja nicht so schnell gefahren. Ernsthaft jetzt? Also wenn er jetzt sagt, ich bin zu schnell gefahren, dann sag ich ja, aber ich eh schon bezahlt. Ich bin voll durchprescht. Warte mal, ich frag mal, was er will. Well. Boah, ist das nervig. Ich könnte kotzen. Entschuldigung. Hey! Sind wir ins Auto. Entschuldigen Sie? Hallo? Was ist mit Ihnen los? Was soll denn sein? Wo ist Ihr Kennzeichen? Zu Hause vergessen. Ey, bleib stehen. Was ist denn so random, wo ist Ihr Kennzeichen? Zu Hause vergessen und weg. Zu Hause vergessen. Zu Hause vergessen. Wo ist Ihr Kennzeichen? Zu Hause vergessen. Das ist so lieb, Alter. Der hat den Flug hochgegangen. Was? Hast du gerade gehört? Warum? Ja, war ein Flieger, ein Flugzeug oder sowas. Achso. Hier gehen, weil wir hier so viele Bäume gepflanzt haben. Ich glaube, da gehen ziemlich oft Flugzeuge hoch. Flugzeuge höch. Ja, moin. Oh, der ist da mit dem Auto.
Der fährt mir mit dem Auto nach. Danke, Larry, fürs VIP werden. Dankeschön. Young Larry. Seine Taschen sind leer. Scheiße. Nein, oder? Schon wieder darunter struggelt. Nein. Ich stecke im Baum fest! Wurde, was tust denn du? Wurde, komm! Du seid's nicht. Ich bin in Zampfern! Ah, was? Wen hast du zusammengefahren? Ich bin in Zampfern! Er wollte dich abschießen und ich bin in Zampfern! Oh mein Gott! Ehre, Mann! Scheiße! Ehre geht raus! Scheiße! Ich hab den Fall mitgenommen! Young Larry! Mit dem Scheiße! Ich fahr grad weg von der Polizei, wird verfolgt. Mit dem scheiß Polizeikorps. Will er reinkommen. Ja, lass also 7 Wheeler und da schnell einsperren drin. Ach nee, ich hab den Job nicht. Kacke, ich komm da gar nicht rein. Fuck, ich auch nicht. Oh, meine Taschen sind leer. Young Larry. Ich kann das Auto aus nicht zusperren. Wo fahrt ihr hin? Oh, nee. Ich bin wieder allein. Ich fahr Richtung Stadt, weil ich gerade verfolgt werde. Ich bin gerade in der Verfolgungsjagd mit dem Polizeikorps. Dann fahr ich auch richtig. Sieh ich denn nicht. Ich bin nicht hinter dir, du. Danke, Frau. Larry, für 2 Euro. Ach so, hast du den angefahren mit dem Polizeikorps? Ja, ich bin den Tank gefahren, ja. Ach so. Egal. Ja, ist er. Er ist mein Mandel. Ein Hund, die bin ich. Mein Mandel. Ach also, Gott, der Hubschrauber verfolgt mich. Ja, ich versteck mich hier. Oh nein! Nein, das ist so ein Zufall! Nein! Och, Scheibenkleister, weißt du, ist wieder so typisch. Warte, ich muss in den Tunnel. Kurt, ich muss irgendwo da runter. Das steht dort bei der Autobahn rein. Jawohl, mach das. Oh nein, ne Kuh! Oh, der verfolgt mich gar nicht gerade. Super. Ey, dankeschön, Gameset Sound, für einen ganzen Zehner. Frohe Weihnachten im Voraus an die ganze Crew. Dankeschön. Ehre. Danke. Gameset Sound. Danke. Boris Pranokovic. Oh. Danke für den Euro. Und Young Larry. Alter, ist da echt eine Firma, die heißt Penris. Penris? Ja. Was? Ja, da gibt's eine Firma, die heißt Penris. In GTA meinst du? Mhm. Penris. Na, ist eh so. Na, du? Mhm. Danke, Larry, für 2 Euro. $200. Bestes Au, küss deine Augen. Ah, süß. Ich hab grad Sozialhilfe bekommen, $200 hier. Dankeschön. Was? Nee, hier in ja, GTA. Vorher vielleicht noch langsamer da oben her. $200 hab ich nur bekommen. Ey, Kuddel, die verfolgen mir nur immer die Pisser. Das reicht mein Auto repairen. Och, nee, jetzt hab ich. Das war deine höchste Spende. Ich darf das Ding nicht repairen lassen. Eine war einzelne ich das... Spende meinst? Nee, jetzt hab ich schon über 10. Eine einzelne ist doch gut. Schandl sicher ein Taui. Nein. Jetzt muss ich das Ding schnell auftanken, wieder Mann. Das ist so du Hubschrauber! So du Arsch! Ja, was ist jetzt, ha? Ja, wo bist denn jetzt? Der Hubschrauber. Ja. Hubschrauber. Alter, wo ich schon wieder bin. Du bist gut, du aber da unten im Kanal stinkt ziemlich nach Gülle. Was? Also ich werde hier fast reingemettelt. Im Kanal stinkt nach Dung und Gülle. Achso, du bist im Kanal rein. Perfekt. Ja, weil die verfolgen mich mit Huberer und allem. Ja, das passt schon. Das passt schon so. Und Game Freeze. Jawohl. Ja! Crash 11, 14, Papa. Du Kacke. Andl hast du toll gemacht. Ich glaube, bei Andl läuft halt nicht so gut mit dem Game, ne? Andl, was ist denn da los? Mein Club läuft endlich. Aber Andl, in letzter Zeit hast du öfters Crashes, ne? Das ist schon aufgefallen. Wie geht's im Dom? Vielleicht liegt's am PC. Das musst du mal aufrüsten. Vielleicht buggt das nicht mehr. Warte mal. Das kriegen wir gar hin. Und dieser PC läuft nicht mehr richtig. Legacy mein PC Crash. Läuft endlich. Oder wie jawohl. Oder wie auch immer in irgendeiner Form. Geht gleich weiter. 20 Sekunden. Schau wir jetzt fortfahrt, wenn ich sage, dass auf mich warten. In der Zwischenzeit könnt ihr ja zu mir schalten. Ich warte hey! Ja, achso, bist du da? Ich wusste nicht, dass du das bist. Mit wem rede ich überhaupt? Ha? Mit dir selber. Bist du behindert? Spinnst du? Jetzt kann ich da wieder tanken gehen, weil ich es repairen muss. Du bist so bescheuert. Und dann, dann fragt sie mich, warum wartest du nicht auf mich? Ja, deshalb bin ich fast gestorben. Jetzt kann ich das Ding wieder repairen und wieder tanken. Jetzt kannst du mich mal. Von mir kann ich Endsmatch. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Na, jetzt bin ich Endsmatch. Jetzt kann ich wieder repairen. Jetzt kann ich da wieder hinfahren. Fabian, Ehre. Also jetzt bin ich Endsmatch. Schenkst du Xion morgen etwas zu Weihnachten? Nee. Nö. Ich auch nicht. Ich schenke mir auch nichts zu Weihnachten, muss ich ehrlich sagen. Ja, passt. Achso, hast du das gelesen? Unter Hashtag Matt, die Elguni
die Elguni Weihnachtsideen. Ja. Super Idee, ne? Ein 10.000 ja. Dollar Scheck ausstellen, der gedeckt ist. Vielleicht einfach das Drittauto, was eh nur vor der Garage rumgammelt, einfach jemanden schenken. Larry, danke für 5 Euro. Die Last so bin wieder back im Business. Auch wenn du Kappa schreibst, das ist nicht sehr nett von dir. Ja, jetzt fliege ich durch die Map, herrlich. Super. Anlass total hinbekommen. Oh, scheiße. Ich fahr grad einfach herum. Leute, geht alles wieder back am Start. So. Anlass wieder Speck am Start. So. Speck ja, im Rand. Bewachend Streif-like Abo dalassen. Dankeschön. Kannst du mich bitte grüßen? Ja, bewachend Streif-like Abo dalassen. Grüße gehen raus. Danke für den Fünfer. Ah, wie die gerade die ganze Kanalisation durchforsten, ich gar nicht mehr da. Und ich bin Enzmet auf Schandl und jetzt ist sie Enzmet und ist weggefahren. Super, merke ich mir. Ja, aber du. Oh, ich fahre ohne Kennzeichen der Stadt. Ja. Ich hurdel gerade in der Stadt herum. Wer mit mir mithudeln möchte. So blöd ernst. Ah ja, Leute, schaut mal. Nicht. Schaut mal, hier seht ihr das. Wir haben jetzt auch Blitzer in der Stadt aufgestellt, aber die funktionieren noch nicht, die sind noch ausgestellt, die müssen wir noch anschalten. Aber es wird jetzt mehr Blitzer in der Stadt geben, so wie hier. Das ist aus voll mit Schnee, guck mal. Oh mein Gott. Super. Larry, danke schön für 2 Euro. Ist cool, ne? Ist cool das Ding, ne? Oh, ist noch cool, einmal 2 Euro, dankeschön. Guter Junge. Au, Hilfe! Ich werde vom NPC Alter. Angetreten! Geil, halt nicht so! Ich bin fast tot und werde von dem angetreten. Boah, Alter, der hat gerade aber richtig Baba-Hapfen bekommen hier. So. Hä? Weißt du, jetzt sieht das der Helikopter natürlich. Jetzt hast du hier gesucht, weil ich mir zusammengekloppt habe, wetten? Alter, ist das alle auf einem Fleck? Schau, jetzt ist der Heli über mir genau damit ich mir zusammenklopp. Hallo? Javi! Ich hab da vorhin mir zusammengekloppt. Der geht auf mich. Hallo, was soll das? Oh, nee. Das war ein Bruder. Eigentlich wird gleich das Lachen vergehen, gell? So. Scheiße. Ah, nix, passt schon. Bist du ein Pisser? Ich bin gerade runtertreten, oder was? Nein. Schwein. Ich bin gleich das Lachen. Das so, jetzt komm her da. Komm her jetzt. Tschüss. Nein, ich stecke im Baum fest! Was? Oh nein, ich stecke nicht mehr im Baum fest. Der Kiva steckt oben fest. Ja, mit dem Quad geht das. Das ist realistisch. Alter, schnell weg.de. Fuck, mir ist gerade das Ding Meier gegangen. Ehre. Meine Taschen sind jetzt habe ich die Ohren davon. Young Larry. Bewachend Streif-like Abo da lassen. Danke nochmal für 2 Euro. Was schreibt er denn? Kann ich mal mit dir Fortnite spielen? Beste Frage, EU-West. Ich fahr allein. Also, das ernst gemeint war, sorry, ich spiele kein Fortnite mehr. Hat auch einen bestimmten Grund. Ich habe kurz streamen wir heute Fortnite noch. Ich habe vor, ich glaube 4 Monaten war das jetzt ein Strike von Epic bekommen und war für 3 Monate lang auf YouTube wegen denen gesperrt. Deshalb unterstütze ich die nicht mehr und werde auch kein Fortnite mehr spielen. Du kurz streamen wir heute noch Fortnite. Und ich muss ehrlich sagen, Fortnite finde ich sowieso nicht mehr das, was es mal war. Von dem her juckt es mich auch nicht, dass ich es nicht mehr spiele. Spielen wir heute noch Fortnite kurz? Na, seitdem habe ich es nicht mehr angefasst. Oh, stimmt danke. Nicht, er spielt jeden Abend. Ich bin jeden Abend in Sky im Fortnite. Er hat sich halt sogar den Kekskin gekauft. Ich hab's gesehen. Ja, den Kekskin. Ich wusste nicht mal, gibt's einen Kekskin jetzt? Weiß ich nicht. Achso. Ja, weil du das jetzt gesagt hast, deshalb dachte ich, es ist wirklich ein Kekskin. Ich weiß nicht, was ich sag. Achso, ja, gut. Hab ich schon wieder vergessen. Ja, hab ich schon wieder vergessen. Danke, Larry, für 2 Euro. Dankeschön. Ich kann das erklären. Bin ich nicht da. Hoch, bin ich nicht da. Sir, ich erkläre Ihnen das. Ja, aua, ich wollte nur einparken. Was soll denn das? Ich wollte doch nur einparken, Hilfe. Sir. Hilfe! Nein, Sie sind hiermit fest. Hallo, ich wollte doch meine Hände nach oben tun. Sie lassen mich doch nicht. Nein, ich muss Ihnen das erklären. Das ist eine allgemeine Frage für jeglichen Staatsbürger. Wie bist denn du dein Döner eigentlich? Sie sind hiermit festgenommen. Ich wurde gerade festgenommen. Sir, ich kann das erklären. Die Frage, die ich mir jetzt stelle eigentlich, wenn du festgenommen bist, hallo, Sir. Bist du eigentlich dein Döner? Ja, was ist denn? Ich kann Ihnen das erklären. Warum verfolgen Sie mich? Nein, Sie können mir nichts erklären. Warum verfolgen Sie mich? Sind wir mal ehrlich. Weil Sie abgehaut sind und für jeglichen Bewohner dieses Landes eine Gefahr darstellen. Ich stelle gar keine Gefahr dar. Braucht Sie die zuerst? Wie gesagt, ich pflanze jetzt mein Auto, wir kümmern uns um Sie. So, geht von so. Wo ist der Hurdel jetzt? Der Hurdel ist da bei der Tankstelle, wo man. Ich wurde festgenommen zum 10. Mal.
Das ist mal klar. Achso, warte, dann tue ich mich da schnell. Bin gleich wieder hier. So. Ja, zwischendurch bin ich hier wieder weg. Weißt du, ich wurde festgenommen. Man kennt ihn. Den 7DV, man kennt ihn. Oder 7. Das ist der Sound, der mich springt. Was geht mit Abschleppen nicht? Können Sie sich abschleppen? Bring Sie gleich zum Abschlepper. Hä, warum können Sie sich nicht abschleppen? Was ist denn da los? Lassen Sie doch das Ding abschleppen, hallo? Es ist ja abgeschleppt worden. Ach so, ja super, dann hat's ja keine Probleme. Ich hab Boban gerufen und Boban hat das jetzt abgeschleppt. Schön, dass Boban das abgeschleppt hat. Dankeschön nochmal an Larry. Er schreibt... bin Junge und bist cool, dankeschön Larry. Chris, ich komme jetzt mal aus Pitti. Ja. Ja. Na, es ist so. Ja, sicher. Ja, ist eh so, ja. Ja, sicher. Manuel König, danke für 22. Hol dir please eine Waffe und mach ein bisschen Stress beim Kopf. Ach, soll ich heute eine Waffe holen? Ich weiß nicht. Ich hab schon so viel Scheiße gebaut, Leute. Da brauche ich nicht mal eine Waffe. Ich mach's auch ohne Waffe. Ich baue immer Scheiße. Nämlich einfach wie eine Sau fahre. So, Chris 65 Chair Official, ja, nee, danke für 22. So Gruß geht von mir raus und meine Freunde, Hashtag Ehre, dankeschön. Und Spria, danke für den Euro, Grüße geht raus. Bewachend Streif, Like, Abo dalassen, danke für den Euro, Larry 093. Das ist der Account. Hallo. Das ist der Account meiner toten Schwester. Hä, was? Also, das finde ich jetzt nicht cool, finde ich unlustig. Aldi Mente, danke für 2 Euro. Servus, Servus Aldi. Ich schreibe einfach mal Servus. Entschuldigen Sie, ich habe gerade Eurobugs drin gehabt. Haben Sie was gesagt? Ja, ich habe gesagt, habe Sie gefragt, was Sie noch, wie es heute so geht, nachdem Sie eine Karacho-Fahrt durch die Stadt machen. Ich habe keine Karacho gefahren. Sag mal, ich habe so das Gefühl, Sie verwechseln mich mit irgendjemandem. Kann das sein? Naja, Sie sind wie gesagt ja auch geflüchtet mit Ihrem Kollegen da. Oder ich bin doch nicht geflüchtet, Sir. Ich bin professioneller Quadfahrer. Irgendwo muss man ja den Tesla ausfahren. Ja, das kann man am abgesperrten Gelände machen, weil nicht mit in der Stadt. Sir, soll ich nicht reingehen oder? Ach, keine Ahnung. Ah, gleich, gehen's gleich. Okay. Machen sehr kompliziert. Aber gehen Sie mal von selber rein, bitte. Ja, das will ich ja. Okay. Also, pack das immer wieder rum mit den Augen. Ja, sicher. Welche Zelle gibt's heute? Darf ich in eine neue Zelle? Ich bin noch ganz brav. Na klar dürfen Sie das. Ich bin noch ganz brav. So. Ich werde es jetzt kurz durchsuchen. Ja klar, ich habe noch einen Kanister dabei. Also eine Batterie. Ah ja, okay. Ja. Sonst ist alles okay. Red Dodge, ja, ist auch in Ordnung. Jawohl. Also so ein Red Dodge, das gefällt mir schon. Ich habe einen Dusch. Da bedanke ich mich. Hallo, das gehört mir? Das habe ich mit meinem eigenen Geld gekauft. Ja, jetzt gehört es mir. Ach, es gibt eine Anzeige. Da gibt eine Anzeige! Wie gesagt, Ihre Daten haben wir mittels Ihres Fingerabdrucks eh schon. Ja. Wir währenddessen eh noch am Verbandskosten können, da hilft der Energy sicher gut. Ja! Soll ich Ihnen den Führerschein entziehen? Nein. Das ist der Sound auf die Spende. Bitte machen Sie jetzt nicht den Strich durch die Rechnung, tut mir leid. Ich werde mich jetzt bei Ihnen öffentlich entschuldigen. Soll ich Ihnen den Führerschein entziehen? Den Führerschein entziehen? Nein, bitte nicht den Führerschein entziehen. Bitte nicht. Bitte, ich bin auch lieb. Okay. Tun Sie mir das nicht an. Ich bin auch lieb und nett zu Ihnen. Ich tut mir leid, ich werde das nie mehr wieder machen. Ich habe meine Lektion gelernt. Fahren Sie nicht mit dem Quad durch die Stadt und rasen Sie durch wie ein abnormaler Mensch. Ja, passt. Okay, bitte schauen, der Haftrichter wird sich jetzt um Sie kümmern. Fahren Sie zum Depot mit dem Quad und dann ist alles in Ordnung. Okay, okay, passt. Tschüssi. Perfekt. Tschüssi. Ich habe einen Reizdarm. Habt ihr gehört? Der nette Herr Officer hat einen Reizdarm. Da muss man ein bisschen aufpassen. Da muss man ein bisschen Acht drauf geben. Alter, die stellen mich hier einfach rein. Ich humpel noch immer. Hab keine ärztliche Versorgung bekommen. Und jetzt wuppel ich hier. Guck dir das an. Hier ist doch kalt. Mein Gott. Alter, wer wuppelt da so viel raus, sag mal. Larry. Ich fahre da jeden Tag, weil ich sie vermisse. Alter, wenn das jetzt ein Joke sein soll, finde ich das echt nicht lustig. Und wenn es kein Joke ist, finde ich sad. Aber es kommt mir gerade irgendwie nicht so realistisch rüber. Weil warum sollte jemand mit dem Account Larry... Oder ist das Larry? Larry, ach.
Keine Ahnung. Warum soll jemand mit einem Account von seiner toten Schwester auf YouTube herumwuppeln? I'm sorry, aber es ist nicht realistisch. Chris 65. Socken inhalieren, Socken inhalieren. Was? Was sind das hier für Nachrichten? XZR for Ain, du brauchst wieder Blaulicht. Ja, stimmt. Nee, wenn ich irgendwo Blaulicht reinmache, ach, wisst ihr was, wir könnten uns wieder so ein Mietauto nehmen und da Blaulicht reinmachen und dann jemanden anhalten. Stimmt eigentlich. Manuel König, grüß mich please und Grüße an die Crew. Dankeschön, Manuel. Und Yannick Gaming, kennst du mich noch? Hashtag Saugstauber. Yannick Gaming kenne ich doch. Beste Grüße gehen raus und Saugstauber Army ist da. So, jetzt nehme ich aber den Golf 7. Ich glaube, der geht besser im Winter. Das ist der Sound of Putin. Putin Brankovic, danke für den Euro. Grüße gehen raus. So, wir brauchen jetzt wieder ein Gefährt. Ach, weißt du was? Ich muss wieder in den Call rein. So. Hallo. Das ist die neue Strecke. Hallo. Ich bin aus dem Knast raus. Er hat uns gesehen. Seid ihr noch immer auf Ding? Ich bleib da liegen. Doch jetzt. Ich bleib da liegen. Weißt du, was ich sad finde? Irgendwie erwischen die mich noch nur immer mich, ne? Ich sitze im Karton. Ich bleib jetzt im Karton. Das ist mein Zuhause. Gut, musst du meinen Stream schauen, Alter. Ich lieg da in einem Karton drin. Warum? Bist du tot? Nein. Wo seid ihr? Seid ihr da unten? Ah, seid hier unten. Ja. Was hat der für ein scheiß Problem mit mir? Ram nicht mein Karton, gell? Ich komm mal zu euch. Ich fahr mal rüber. Oh. Die Schandl, die Schandl. Na, ohne Witz, grad. Ich komme. Die Schandl wird geteasert und schreit währenddessen, was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Schatz, ist sie fest. Ich red nichts mehr. Ich weiß nicht einmal warum. Ich lieg da im Karton neben und schau zu. Warum wird sie? Sie hat doch nichts gemacht. Ja, doch schon. Ja, was denn? Schau, ich lieg im Karton. Was hat Chandel denn gemacht? Nix, das ist das Lustige, ich weiß nicht. Bist du mit dem Andel, du bist doch mit dem Andel zusammen abgehauen. Ja, warte mal. Ja, dann ist klar, dass du hier festgenommen wirst. Ja gut, dann fahren wir mal rüber. Jetzt verbätst sie mir oder was? Ja, wuppeln wir mal rüber, Leute, schauen wir uns das mal an. Kennst du Paluten? Ja, aber nicht persönlich. Den Kanal Paluten. Socken inhalieren, was ist denn das schon wieder für ein Meme? Hab ich wieder was verpasst hier, mit dem Socken inhalieren. Wir wurden verfolgt. So. Man hätte mal mehr durchkratzen. So, da vorne ist dann der Radarfall, da müssen wir... Ich der im Karton drin liegt. So, Alter, das war knapp. Da sind 130 Leute. Die will ich zu schnell fahren. So. Dann wuppeln wir mal rüber und schauen, was da los ist, Leute. Mit dem Mietauto fahren wir da. Ich habe noch 19% im Tank, das passt schon. Das geht sich nur aus. Locker floggig. Seid ihr auf der Brücke? Nein, unterhalb. Ich lieg da im Karton drin. Hol mal SDG hier raus. Mach mal SDG. So, jetzt schauen wir mal rüber. Wo bist denn du, Hurdl? Ich bin bei euch. Achso, da seid ihr. Schauen, ich lieg da unten im Karton drin. Bist du ein Idiot? Wie ist das aussieht? Alter, da muss ich jetzt hin. Siehst mich im Karton? Nee, noch nicht, warte. Muss ich das anschauen. Du, bei mir liegst du neben dem Karton, nicht drin. Bei mir liege ich im Karton, das schaut so lustig aus. Ich bin gerade so verwirrt, ich werde dauerhaft irgendwie verfolgt und festgenommen. Maschinengewehr! Wegbleiben von mir. Wegbleiben. Schießen nieder den Arsch. Sir. Ich weiß nicht einmal, warum. Ich hab eine Bombe, Ich hab eine Bombe an mir. Zurücktreten, ich hab eine Bombe. Ich hab eine Bombe. Ich will da auch weg. Wirklich? Wirklich? Oh mein Gott. Wirklich gerade? Ich wurde gerade umgebracht. Was ist denn nicht mal eine Waffe, oder? Nein, vor allem ich bin hingerannt und hab gesagt, Maschinengewehr, Ratata, so voll gestört und so.
Und dann so, ich hab ne Bombe, ich hab ne Bombe, ich hab ne Bombe. Ja, und ich werd wieder geschossen. Ich wurde mit Maschinengewehr abgeballert. Ich wurde mit Maschinengewehr abgeballert. Dann wird die Bombe umgehend neutralisiert. Ich hatte keine Bombe, ich hab nur so getan, als ob. Leute, alle mal Hashtag Fail-AP. Ich habe einen Reizdarm. Alle mal Hashtag Fail-AP. Keine Bombe, keine Bombe. War das jetzt Fail-AP? Warte, würde man in Real Life jemanden abknallen, wenn er sagt, ich hab eine Bombe, ich hab eine Bombe? Ich glaube in Amerika schon, oder? Ja, ah, gut, kann sein. Amerika schon. Hast du noch Erste-Hilfe-Set? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, ich darf sie spenden. Danke Larry für 5 Euro, süßeste und geiste. Ich glaube, man hätte den Typen nicht erschossen, sondern zumindest angeschossen. Nicht herzliche, sondern YouTube. Ich kann nicht. Ich habe einen Reizdarm. Ich kann nicht. No name. Wer gibt mal auf meine Probleme ein? Ich habe einen Reizdarm. Hallo. Und Larry nochmal 2 Euro, dankeschön. Was ist denn hier los, meine Güte? Okay, was mein ist Darm mit dem Kollegen drückt. Im Auto, was bei dir drin sitzt, Partner? Ja, warte mal. Kann ich mich selber umbringen? Mit dem, der was bei dir im Auto drin sitzt? Weihnachtsmütze wäre auch verloren. Slash Kill, oder? Ja, meine ist auch weg. Weihnachten ist am Arsch. Wer ist auch, also tut mir leid, Arsch. Wer schreit vor einem bewaffneten Officer? Sir, sie sind ja bei Bewusstsein, die kann man nur so... Ist die Rechtfertigung! Und von einem Schreinbombe in so einer Zeit, in der wir momentan leben, mit so hohen Schaden. Also ich glaube, da müssen sie ja bitte... Sie müssen sie nicht rechtfertigen, ich habe eine Behinderung. Lastkraftwagenfahrer. Ja, es ist gut. Und nicht mit der Waffe, da müssen wir noch mal ein kleines Training durchgehen. Achso, ja, das ist ein kleines Training. Der Arzt, der schreit, der hat eine Bombe, dann schieße ich ihn nieder. Ja, trotzdem. So. Ich hab vorhin, wissen Sie, was ich gemacht habe? Ich hab vorhin gesagt, Maschinengewehr. Das habe ich vorhin gesagt und das hat er mitbekommen. Ja, ja, das habe ich gesagt. Ich hab Maschinengewehr gesagt. Und dann sage ich Bombe. Oder welche? Ich werde aussteigen. Wissen Sie, was in dem Moment ganz witzig gewesen wäre oder ganz gut? Ich werde aussteigen. Lassen Sie mich raus. Was denn? Eine Beanbag. Das wäre echt. Wissen Sie, was witzig gewesen wäre? Ein Taser. Bringen mich jetzt nicht ins BD. Ich werde aussteigen. Sie bringen mich nicht ins BD. Okay, hey, Kumpel. Ich werde aussteigen. Okay, Partner, Kumpel sitzt Partner, auch Partner, im Auto. Partner. Was denn? Was machen wir mit der Frau jetzt? Was machen wir mit der Frau ja, jetzt? Magst du mitfahren? Ich werde aussteigen. Audi fahren. Ja, warte, hallo. Geht das überhaupt? Mein Weihnachtssitz ist weg, ich hab die Hälfte von meinem Weihnachtsgeschenk nicht. Wollen Sie mir mal kurz erklären, was Sie eigentlich bei dem Herrn jetzt dann vorhin gemacht haben hier? Wir haben gekuschelt, ich sag nicht mehr. Okay, sie haben gekuschelt. Gut, ich sag's Ihnen jetzt nochmal, ich könnte sie jetzt dafür... Sir, ich werde aussteigen! ...buchten, dass sie... Ich werde aussteigen, Sir! Ich werde aussteigen! Sorry. Warte, geht das? Wirklich? Danke, sehr realistisch. Ja, sehr realistisch. Aber Sir, ist schon in Ordnung. Ich werde aussteigen. Ich hab ihm gesagt, ich werde aussteigen. Danke. Ich werde aussteigen! Wo kommt denn der jetzt her? Hallo! Hey. Hallo, Sie kommen bitte ins Fahrzeug zurück. Nein, ich werde aussteigen. Ich hab gesagt, ich werde aussteigen. Sir, ich werde aussteigen. Sie können die Tür nicht öffnen. Sie haben Handschellen. Ja, danke, da stand nicht öffnen, da habe ich mal dran gezogen. Können Sie nicht mit Handschellen drauf? Wie geht denn das? Hä, was? Ihr war offen die Tür. Er ist Akrobat. Sie haben die Tür offen lassen. Sie haben die Tür offen lassen, Sir. Das Auto ist ihres, sind Sie mit dem Auto hergekommen? Hä, was? Das ist mein Auto, ja? Was ist das für ein Chaos? Und ich wurde von Ihnen abgeschossen. Und von mir abgeschossen, ja? Alter, was ist mit dem Trottel? Also wirklich. Ja, Sie wurden von mir angeschossen. Sie haben doch, wir haben doch bemerkt, das Waffe mir nicht stimmt. Ich hab gesagt, ja, Maschinengewehr hat da. Und dann sag ich halt nicht. Bombe. Ja, ja. Bombe. Und dann wär ich abge... Ja. Also das ist... Ich hab fast geweint. Ja, das ist ziemlich weh. Es tut ziemlich weh jetzt im Brustbein. Ach Gott ja, sei Dank haben sie mir nicht in den Kopf geschossen. Immer haben sie mir in den Kopf reingeballert. Ah ja, Black Betty. Ja, ganz froh, weil ich hätte sie auch erschießen können. Das wäre ein allgemein zulässiger Zustand. Bringen Sie mich jetzt in die Arztstation, bitte. Sie haben ja eine Arztstation hier drin, oder? Aber ich habe eine dumme Tankstelle ausgewählt. Ja, da können wir sie untersuchen. Kommen Sie, gehen Sie mal rein, bitte. Yeah. Ich würde mich gerne hinlegen und ich würde gerne einen Arzt haben. Ich habe Fox gerade die ganze Fahrt zugemüllt und zugesungen. Was hast du gesagt? Armer Junge. Ich werde aussteigen. Ich habe Dieter Bohlen gesungen und so einen Scheiß. Nein. Sherry Lady. Und dann habe ich noch Aber gesungen. Da war ich schon mal drin. Das ist, wenn sie hier vorne rechts, die nächste Tür rechts und dann kann du nach hinten.
Er hat gesagt, ja. Ich kriege mir eine sterbende Klospülung, verstehe ich jetzt aber nicht wieso. Ah ja. So, dann pflanzen sie sich. Nein, ist eh so. Das war ein Fail jetzt von meiner Seite. Weißt du, jetzt haben sie mir eingesperrt da mit der Weihnachtsmütze im Häfen. Das ist super. Ich werde das mehrere Wunden hier versorgen. Kannst gut singen, danke dir, Black Shadow. Ausgebildeter Notfallsanitäter. Wo freu ich halt auch her, ich bin verwirrt. Gut, lass uns mal kurz die Sachen. Out of space. Out of space. Aber. Wie lange bin ich jetzt inhaftiert worden? Für 3 Minuten. Ich bin gleich wieder hier. Klatsche ich hier nochmal so eine schöne Sauerstoffmaske rauf. So. Ja. Yeah. Sehr gut. Gut. Ja, ich sehe schon. Aha. Ja, ein Bein hat es getroffen und im Unterleib. Ja. Ich werde das jetzt mit meinem super tollen Zänkchen, mit meiner super tollen Zange hier rausholen. Ich bin nämlich so gut, das funktioniert so einfach. Und ja, okay, geben Sie mal einen Moment hier. Was ist denn los? Nicht einschlafen. Ja, flackern die Lichter bei mir. Jetzt holen wir hier mal Ihre Kugeln nacheinander raus, die guten 5,65, 56 mm. Ja, ja. Aha, hier ist die erste und hier ist die zweite und hier ist die dritte und hier ist die vierte. Sehr gut, ja. Dann nehmen wir das mit unserem Neomatiker hier schnell mal wieder zusammen. Das ist der Sound auf die Spende. Oh, Heiko Meurer, danke fürs VIP werden. Der Manuel König hat 3,49 raus. Mach mal so eine richtige 31-Aktion, so. Kein andere, nee. Boah, schaut gut aus soweit. Kann doch kein 31er sein. Okay, wie geht's Ihnen jetzt aktuell? Scheiße! Gut, dann stehen Sie mal bitte auf. Sehr gut. Okay, kann ich Ihnen die Handschuhe abnehmen oder? Ja, ja, muss ich klar, ich habe auch nichts dabei. Das ist das ich tue ihn nicht weh. Du suchst sie sich jetzt aber nochmal. Ich habe ja auch nichts, ich habe ja nichts Falsches getan. Ich habe nichts Falsches gemacht. Gut, wollen Sie ein bisschen Schmerzmittel von mir haben? Nee, geht schon so. Ich habe so oder so genug Schmerzen. Dürfen Sie, ja, dann dürfen Sie hiermit wieder gehen. Sie sind ja psychisch erkrankt, von daher können wir Sie dafür jetzt nicht belangen. Falsche Richtung, falsche Richtung. Hä, richtige Richtung. Sie können hinten noch raus, ja, mir ist Wo muss ich rausgehen, wo? Achso, upsa, achso, nein, ja. Ich bin gerade vertan, ist schon in Ordnung. Ja, Sie sollten vielleicht mal einen Kurs belegen. Achsen da drin, tut weh, mein... Alter, mein Fuß tut weh. Also ich kenne mich besser aus als der Polizist da drin. Au! Ah. Ey, geht's Ihnen dann sicher gut? Nee, passt schon, passt schon. Ey, passen Sie bitte auf, was Sie machen. Ja, ja. Ich glaube, Ihnen geht's nicht gut. Ich glaub, na doch, es passt alles, es passt alles. Alles super. Mir geht's gut. Ich hab's mitgenommen, nee. Ist alles. Ach, Gott sei Dank, ich dachte schon, jetzt wäre ich wieder mitgenommen. In die Psychiatrie oder so gebracht, weil ich nur Scheiße baue. Aber Dankeschön an, wer hat doch rausgewuppelt? Yannick Gaming haut raus. Mehr Doshypes. Saugstauberanzeige ist raus. Dankeschön, Yannick Gaming. Boris Brankovic haut mal raus. Dankeschön. Connor Fuchs. Letzte Spende für heute ist das Geld von meinem Bruder. Sollte von daher nicht so viel rauswuppeln. Ja, wuppel nicht so viel raus. Connor Fuchs. Beste Grüße gehen raus, ja, dich. Vielen, vielen Dank. So, dann würde ich sagen, machen wir mal einen Dosh-Like-Hype. Jetzt mal alle auf den Like-Button drücken für einen Dosh-Hype, den hatten wir schon lange nicht mehr. Hau mal raus jetzt. Ein Dosh-Hype. Weil es gehören mehr Dosh-Hypes rein. So, warte, ich muss wieder zurück in den Call. So. Nehmen wir das und dann singen wir ein Weihnachtslied. Hallo. Hallo. Ich wurde festgenommen, weil ich. Was? Was ist? Das bin ich irgendwo. Ich wurde gerade festgenommen. Ja, aber du stehst vor mir. Ja, weil ich gerade einen Dosh-Hype rausgeprügelt habe, sorry. So, aber du bist ja heute noch gar nicht festgenommen worden. Nein! Weißt du, ich werde auf offene Straße angeballert, nur weil ich gesagt habe, Bombe. Wurde ich direkt abgeschossen. Ja, was glaubst du, was passiert? Vollkommen unterkühlten sibirischen Häfen. Ey, der Polizist hat sich bei mir entschuldigt. Er hat gesagt, es tut ihm leid, er muss halt auch eine Nachschule machen. Dass ich sie umgebracht habe. Er hat mich schon umgebracht. Er hat dann sogar meine Wunden versorgt. Ja, ja, wie eine Mama hat er meine Wunden versorgt. War ein sehr netter Mann. Ein bisschen haarig, aber sonst sehr nett. Kann man schon sagen. Ein bisschen haarig. Ja, aber sonst ein netter Mann.
haariger, aber sehr netter Mann. Wo drivet ihr gerade herum? 5 von 5 Sternen. Ja, ich fahre eigentlich gerade mein Auto holen oder mein... Eigentlich wollte ich ja meinen Quad haben, aber das haben sie 10.000 Mal geschrottet. Sie haben, glaube ich, alle Quads beschlagnahmt. Okay, danke, Daniel, kostet 5 Euro. Danke. Was, Andel? Ich bin gerade durch den Blitzer. Weißt du, du denkst, wir sehen die ja noch, ne? Stell dir vor, die sind dann weg. Ja, Alter. Das schaut das eh Geld, nicht Geld, was sie am Server verdienen, 1:1, Alter, rein in den Blitzer. Ja. Warte, ich muss auch mal schauen. So wie in Real Life. Warte mal, ich muss jetzt auch mal schauen, wie viel... Oppala, nein! Ey, mein Auto fährt. Mein Auto hört nicht auf zum Fahren, hallo. Hä? Ja, ja. Na wirklich jetzt, mein Auto fährt? Das hört nicht mal auf! Hilfe! Bremsen. Der Kurt tut gerade Ratten, Datten, Datten, ja, es ist Ratten, Ratten, Datten. Yeah! Tief mit der Ratten, Datten, 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 yeah! Sorry. Ja, bist du gerade verfolgt, oder was? Ich? Nö. Ah, doch, von mir. Sicher, wieder verfolgt. Ja, nee, von der Schandl wurde ich verfolgt, weil ich gerade mein Auto holen gehe. Heißt, ich habe gerade ein voll geiles Auto gefunden. Magst du das sehen? Nein. Komm schon. Jo, geil. Raus aus, jetzt geh. Wirklich jetzt? Ja, Hurl, schau mein geiles Auto an. Das ist Rental-Auto, wirklich? Das hast du dir gemietet. Das Kennzeichen habe ich gestohlen. Alter, mein Auto ist das geilste. Alter, wir gehen mal vor die Polizeistation und singen Last Christmas. Ich hätte ja. Machen wir das! Ey, bitte sagen wir, warte, wir müssen uns die Mützen aufziehen, warte mal. Ziehen wir uns so an und dann klopfen wir an und läuten an und sagen, hier ist die... Nein, die Sternsinger. Ja, super! Wir werden schon wieder angehalten. Ich weiß nicht. Ist danke. Scheiße! Weißt du, warum? Ist dein Ernst? Er hat meine Bremse. Du hast mein Auto geschrottet, ernsthaft. Handel ist ein Trottel, mal wieder. Ja. Das war nicht Absicht. Na, ja, genau. Ja, was ziehen wir uns an? Was wirklich nicht mit den Bremsen gehen. Warte, ich hab schon was. Was für ein Helm ziehen wir uns da an? Gar keinen. Also, Haube? Ja, sie brauchen. Na, warte, ich mach mir so Elfen. Also. Elfen. So was? Also, ich mach mal was mit Elfen, Jungs. Warte mal. Na, sowas brauche ich, schau. Ja, ich bin der Elf. Ich hab kein Geld. Oh mein Gott, ich glock. Ich bin der Guck, ich glock, ich glock, ich glock, ich glock, ich glock. Ich glock, ich glock, ich glock, ich glock, ich glock. Der Andel holt dir Geld. Schau, er hat trotzdem die Herdl um. Schau mir auf, schau. Jawohl, das ist genau das, was ich haben wollte. Trottel. Last Christmas. Aber dann, komm, das singen wir da drin, okay? Ja, und der okay. Teufel. Ich muss jetzt einmal mein Auto irgendwie, weißt du nicht. Schau die Händel. Okay. Jawohl. Schau, Andels Händelbude. Jetzt aber raus. Schlechte. Also jetzt geh mal schnell davor. Du hast wohl sein Autotür auch gleich mitgenommen, nicht nur mehr. Was du? Hingefallen bin ich, so rutschig ist. Schau, fahr mal. Ich stell aber mein Auto vor die Tür und wir stehen dann drauf und singen auf meinem Auto. Na, wir müssen schon reingehen in die Zentrale, dachte ich. Ja, schon. Ja, wir müssen so richtig anklopfen. Ja, das Auto stelle ich ein. Ah, jetzt vor, du dumme Nuss! Wartet auf mich! Oh, Alter, das war gerade sick eingepackt, Alter. Das war richtig sick. Naja, klar doch. Wir packen immer so. Warte mal. Oh mein Gott! Officer, hauen Sie rein! So. Wir können die Klingel betätigen. Ist ja geil. Hallo? Echt? Du musst in 8 Sekunden wiederkommen, warte mal. Da ist so eine Klingel, die kannst du betätigen. Dann kommt, ja. Dann kommt eine Polizeistreife her. Alter, wie ist die Ding? Die spammen, Alter. Upsa. Hallo? Da sind wir auf Coolheit unterwegs, oder? Ich geh nur in Dienst, ich komm gleich. Da ist auf Cooler. Oh, Tannenbaum! Hallo! Wir wollen der vorsingen! Der Fuchs hängt nackt am Garten. Für die Polizei! Wir sind die Sternenkinder! Oh, Tannenbaum! Nein, warte, komm, wir müssen uns hinschicken! Hey, hör auf, wir stellen uns da hin! Der Fuchs hängt nackt vom Gartenzaun! Nein! Warte, wir wollen was Schönes vorsingen! So, warte mal! Ich höre! Warten Sie, wir sind gleich hier!
Ich finde meinen Text nur immer am besten. Ehre geht raus an Markus Damme. 3, 2, 1, 2, 3. Last Christmas, I gave you my heart. I gave you and my the very next heart, day, you gave it away. You gave it away. This year, to have me from tears, I give it to someone special. Special. Da 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 da. Da 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 da. This year, to hide me from tears, I give it to someone special, special. Sie sind mein kleiner Spezieller. Der speziell sind sie. Nackt vom Gartenzaun. Sie sind speziell, wissen Sie das? Sie sind speziell. Roter Gummibaum, das ist der Foxybaum. Da kommt er hin, es macht einen Knall. Roter Foxybaum, das ist ein Foxybaum, so, den zeug ich mir an. Ich krieg natürlich auch was. Was? Bitte was? Was haben Sie gesagt? Frische Schoketten. Oh, kann Kuchen man denn nochmal klingeln? Euro aus, danke für unseren Gesang. Oh, danke schön, ja, ich klingel hier nochmal. Die kann man ja übelst auf Klingel, ist das schön. Ist da jemand? Aber Kollege, der Typ in der grauen Jacke, den geht man nichts, ne? Der war blöd. Oh mein Gott, hier im Red Dorsch, guck mal. Ist das eine Zunft, ist das da eine Zunft? Guck mal, ich stehe auf dem Automaten. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie schön sind deine Früchte. Au. Hier mach ich kein zweites Mal mehr. Der Scheißautomat hat mein Geld geschluckt. So, danke schön fürs Zusehen, wir gehen dann mal, ne? Jo, ja, na ja. Passt. Nice ist so, gell? Passt. Tschüss. Ja, ja, na ist eh so, ne? Na, ist eh so. Warten Sie, ich hab was vergessen. Ah! Es ist eh so, ne? Sauf schneller! Da liegt ja dort der Polizist. Meine Glocke klingelt! Der hat's viel gesoffen. Das ist ich schon. Ach so. Ja, das ist wieder meine der Kollege, der saft immer. Hör auf! Wer war die das? Die Pupu-RPG! Jetzt der Schierst damit das Saupfeifen! Die Pupu-RPG! Sorry, Leute. Machst du das? Erst wieso hören wir schon auf? Ich hab ein bisschen Pack geschossen. Er ist nicht auf der nächsten Hand und du schießt mich nicht. Jetzt schon eine Aktion braucht. Echt? So ist es nicht. War grad so lustig. Ich war das grad. Nee, Alter, ich hab grad Missing Texture des Todes, ne, wie ich in die Zentrale rein bin. Echt? Ja, aber richtig. Okay. So, das ist nämlich nochmal ein Weihnachtsgeschenk am Ende des Tages. Ich weiß noch, vielleicht nehme ich noch was auf für morgen. Das ist sonst. Es ist schon 21.46 Uhr. Und Alter, ich hab grad Missing Textures des Todes. Vielleicht liegt's wirklich am PD, das kann gut sein, ne? Die Klingel ist geil. Weil immer wenn wir hier sind, ist echt schlimm. Wie am PD. Das kann schon wirklich sein, aber guck dir das bitte an bei mir. Ich sehe gar nichts mehr. Ja gut, Leute. Oh nein. Ich hoffe jedenfalls, euch hat's gefallen. Vor allem das Wunderschönste war jetzt nochmal die Gesangselfen des Kinderchors aus Graz. Das Wunderschönste aus war, Graz, dass ihr jetzt wieder mal dabei war. Ja. Lasst doch gerne komplett kostenlos ein Abo da für diese Aktion. Aktiviert die Glocke, vergisst das nicht. Machen Sie jetzt einen kleinen Hund ein bisschen glücklicher und mir einfach abonniert. Und lasst auch komplett kostenlos den Like-Button droppen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir gehen jetzt in die Pizzeria unseres Vertrauens. Nee, aber es ist ohne Shit, es ist wirklich hier hinten. Guck mal, weil hier ist nichts mehr. Das ist die Zentrale da hinten. Ich hab das schon die ganze Zeit gesagt. Ja, ich weiß, es ist. Sobald du nach hinten guckst an die Zentrale, weil der Hauptplatz ist es nicht. Du guckst am Hauptplatz hin, passt alles. Sobald ich nach hinten guck, wieder Missing Textures des Todes. Sollten wir vielleicht mal drüber gucken. So, auf jeden Fall, Leute, ich gehe nochmal die Donations durch, die noch reingeflattert sind. Und dann würde ich sagen, mach mal. Wir wollen mal dann Schluss. Vielleicht kommt morgen noch ein Video. Ich muss gucken, ob ich das noch zusammenbekomme. Weil jetzt ist der Weihnachtsstress, war nicht so lecker, kann man sagen. Das ist so süß. Der Weihnachtsstress drückt auf den Darm. Genau, der Stress drückt auf den Darm. Und wie gesagt, Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich mache jetzt hier. Meine Glocke. Ding. Ich gehe hier No-Clip. So, geh mal irgendwo hin, wo es schön ist. Ja gut, hier sieht alles gerade kacke aus. Hier sieht gerade alles scheiße aus. So, nee, hier. Wir gehen einfach in die Richtung. Das passt schon. So, hier hin. So, Leute, dann machen wir jetzt noch eine Durchgrüßrunde. Macht ihr auch noch eine Durchgrüßrunde? Ich denke mal ja, ne? Ja. Perfekt. Ich wünsche allen Leuten eines frohes Fest. Eines frohes Fest. Perfekt. Eines frohes Fest. Bitte eines frohes Fest. Ich wünsche euch. Euch ebenfalls. So. Jo. So, dann machen wir jetzt die Durchgrüßrunde und tun ein bisschen Netflix rein. Oder nee, weißt du was, machen ein bisschen Weihnachtsmucke rein. Warum eigentlich nicht, ne? Weil hat ja letztes Mal jemand geschrieben, ich soll eine Weihnachtsmucke reinmachen. Da schauen wir mal nach Weihnachtsmusik.
die no copyright-mäßig vonstatten geht. Also für das Last Christmas, für diese Version, die ich gesungen habe, kannst du ja kaum Copyright claimen, ne? So, Weihnachten, da haben wir schon. Müssen wir rein hier. Ja, das ist eine schöne Mucke. So, die lassen wir drin. So, dann gehen wir mal durch hier. Wer möchte gegrüßt werden? Ach, warte, ich gehe ja zuerst mal die Donations durch. Das muss ich als erstes mal machen. So. Ich grüße mal China107. Danke für 5 Euro. Frohe Weihnachten wünsche ich dir und dem Zockerbro. Dankeschön. Grüße zurück und frohe Weihnachten ebenfalls an China107. So, Zero Sana. Dankeschön fürs VP werden. Connor Fuchs. Das habe ich eh vorgelesen. Genau. Boris Brankovic. Ich weiß nicht, ob ich das vorgelesen habe. Vielleicht habe ich es übersehen. Grüße auch von Boris Krapovic, genau. Boris Akrapovic. Nee, Brankovic, dankeschön. Ich glaube, ich habe es doch vorgelesen. So, dann sehen wir mal die hier durch, die ich nicht vorgelesen habe. Im Stream, weil ich im AP war. So, dann grüßen wir mal. Xurenhunde, Nase 107 ist VIP und wird natürlich gegrüßt. Dann haben wir noch der Black Flame mit gegrüßt. Dann haben wir Gustav zockt. Juli 27.06. wird gegrüßt. It's Blackout haben wir noch. Dann Black Mods. Johanna und Krati, nee, oder Kati, jetzt habe ich Krati gelesen. Und Kati werden gegrüßt. Peter grüße ich, der echte John wird gegrüßt. Und Mike grüße ich, Kram und Tage sind auch dabei und werden wieder gegrüßt. Lukas grüße ich, Magnum 33 grüße ich, Verklickter wird gegrüßt. Janis Last grüße ich, Adrian grüße ich, Trugette grüße ich, EZZ wird gegrüßt. Kannst du mich grüßen und wie heißt das F4-Vehicle-Menü, das du nutzt? Da musst du mal schauen, das heißt Simple Native Trainer. Also Simple Native Trainer eingeben bei jeder 5 Mods, dann sollst du das finden. Also ich schaue selber mal. Simple Native Trainer. Also du musst das in Ding eingeben, in Google. Ich glaube, so findest du es sonst gar nicht. Ist einfach ein, ja, F4 Trainer, ne? Loud Mystery wird gegrüßt. Ist seit 6 Monaten VIP. Dankeschön. Wird so lange VIP schon sein. So, Trippy Cat Zing grüße ich. Pack Black grüße ich. No Recall wird gegrüßt. Dann haben wir auf die Olga, dann den Leon, den Benny, den Black Panther. Money Skiller grüße ich, Dennis wird gegrüßt. So, das Lucky Gamer grüße ich, Hundegang grüße ich. Henrique, oder Henrique, einfach so, keine Ahnung, grüße ich raus. Serverin, Bauer grüße mal, Jojo Games grüße ich, Alexander grüße ich. Dann haben wir noch den Sniping Skill, den grüße mal, der ist VIP. Neues Mitglied, dankeschön. Den Ralf Rennhack grüße ich, der heißt David. Ich soll David grüßen. Dann grüßt man David. Und den Ralf auch, das ist ja VIP. Nikation 7106, Grüße gehen raus. Dann haben wir noch Schweinchen LP Bro, Typhoon 107, Giovanni wird gegrüßt, dann Montana Fake 107. So, dann haben wir noch den Lukas, den grüß mal. Crazy Freak grüße ich, Nico grüße ich. Real Husky Boy wird gegrüßt, der ist VIP seit einem Monat. Da sowieso Wundi, grüß mal. Ebenfalls frohe Weihnachten und wir freuen uns auf die Geschenke, die machen wir morgen auf. So, Sabrina Live wird gegrüßt, ist VIP seit 3 Monaten und wird natürlich sehr herzlich auch gegrüßt. GTA für Xion107 seit über einem Jahr VIP, grüß mich bitte, sei so nett. Den Roman, den grüß mal, den GTA Freak Xion107, natürlich. So, dann haben wir noch. Faye schreibt, kannst du mich grüßen und ich wünsche dir den anderen ein schönes Weihnachtsfest, wäre lieb, wenn du. Es ausrichtet, mache ich, Faye. Geräusch, beste Grüße gehen auch raus an die Moderatorin. Faye. So. Patrick Star, grüß mal. Der ist auch VIP. Dann haben wir noch hier eine Donation reinbekommen von Boris Brankovic. Dankeschön. Dankeschön. Ich habe vorhin Akrapovic gesagt. Ich denke an Sportas Püffe. So, Dankeschön für deine Donation. Den Leon, grüß mal. Julian, grüß ich. Loading Fabian, grüß ich. Pyro Lover, grüß ich. Dann den Philipp Hammer. Den Bruder muss los, grüß mal natürlich auch. Bruder Freistoß. Den Niklas, grüß ich. Luca Gang, grüß ich. Crazy Freak wird gegrüßt. Dann Julia Lena 3, grüß ich. Weil wir können eigentlich einfach so ins Studio gehen. Ist ja viel angenehmer hier. So. Das ist viel angenehmer. Mal habe ich meine Einblende nicht mehr mit dem Schnee. Ich bin nicht traurig, ich würde noch meine Schnee-Einblende haben. Na gut, dann halt ohne. Crazy Freak, grüß ich. Dann haben wir noch Narusasu22 ist ebenfalls VIP und wünscht frohe Festtage. Dankeschön ebenfalls. Ja, Daniel Koschmann hat nochmal 1 Euro rausgewuppelt. Dankeschön an Daniel. Grüße ihn raus. Dann haben wir noch Xayo Ochi, grüß mal. Momo Karl, grüße ich. Dann Jay Julian wird gegrüßt als VIP.
Real Husky schreibt, ich bin Arasul Wandel. Ah, perfekt. Real Husky Boy. Grüße gehen raus an Arasul Wandel. Er muss auch schon länger sein, so einen Monat dabei. Hagim und Kalium habe ich auch schon gegrüßt, aber sie wünschen auch immer frohe Weihnachten. Dankeschön, ebenfalls. Und zurück die Grüße, ne? Niklas, grüß mal. Butterbeot grüße ich. Dann den Mr. Katze, grüß mal. Den Tyler grüße ich. Jessica grüße ich. Dann haben wir noch NEL. Dann Onyx wird gegrüßt. Wünscht auch allen frohe Weihnachten. Dankeschön, ebenfalls. Violetta ist toll und ich bin Alina. Heißt aber Elias. Dann grüß mal Elias. So, dann Justin grüße ich. Dann Maria grüße ich, Dennis grüße ich, Niklas grüße ich, Skyfox HD grüße ich, Brent97, kannst du mich grüßen, frohe Weihnachten an alle. Dankeschön Brent97, Grüße gehen raus, ist ja VIP. So, Anita grüße ich, Linus Cool wird gegrüßt, wünscht auch frohe Weihnachten und er schreibt, er wird bald mal Mitglied. Ja, muss man nicht. Ich sag immer, kostenlos abonnieren, Glöckchen aktivieren, damit supportet ihr mich kostenlos oder er lasst einfach hier ein Like auf meinen Livestream oder Video da, je nachdem, ob ihr gerade die Wiederholung guckt und ja. Ist Support genug, Leute. Man muss auch nicht immer Geld ausgeben, ne? Kannst ja auch komplett gratis in Support reinmuppeln. Ich sag immer, jeder Support ist was wert. Auch wenn es ein Like ist, auch wenn es nur ein Abo ist. Das ist wirklich heftiger Support. Wenn das einfach jeder macht, ne? CSGLF wird auch gegrüßt. Der ist ja VIP. Oder? Nee, bist du VIP? Nee, bist du ja gar nicht. Warum stichst du bei mir immer so raus? Ich grüße dich fast in jedem Stream. Du bist einfach fast in jedem Stream dabei, weißt du, ich denke mir so, er ist VIP, weil der immer so raussticht. Aber es liegt an dem Namen und am Logo. Das habe ich mir jetzt schon so eingeprägt und bist in jedem Stream dabei, beste Grüße. So, Boris Brankovic auch nochmal, wird auch nochmal gegrüßt, er hat vorhin donated und ist VIP bei mir, dankeschön. Dann Recon Max grüßt mal, der ist auch VIP. Dann Justin Walz ist VIP und wünscht auch nochmal frohe Weihnachten, dankeschön ebenfalls. Und Grüße zurück. Dann haben wir auch Zero8456 YouTube. Dann Dalnai Minecraft grüßt mal. So, den Robin grüße ich. Warte, soll ich da mal ein anderes Lied reinmachen? Da mal noch, warte, ich mach mal ein anderes Lied rein, so. Dann den Robin grüß mal. Kribbe wird auch gegrüßt. Er hatte gestern Geburtstag, dann alles Gute nachträglich an Kribbe. Auch wieder mit am Start, auch seit 7 Monaten VIP auch schon, boah. So, den Max grüße ich. Lucy, Gascha Live grüße ich. So, hat mich abonniert, oh, dankeschön. Dann Benny grüße ich. Dann Kysons linke Pfote. Also es gibt ein Xyon rechte Pfote und da ist einfach jemand Kysons linke Pfote. Ja, Kyson. Es heißt Xyon! Und dann sagen wieder viele, nee. Man spricht das Kyson aus. Ich glaub wirklich Leute, die das sagen. So. Jetzt no joke, Leute. Ich verarsche euch ja nicht. Gibt Leute, die glauben wirklich, heißt Kyson. Auch bei den Suchanfragen geben voll viele Kyson ein statt Xyon. Und ich frage mich immer, warum eigentlich? Warum? Why? Why are you running? Ist mein. Okay, ich weiß, mein Name ist schwer. Viele wissen auch immer nicht, wie man ausspricht, aber hey. Schau ich aus wie ein Kyson? Ist ja aus wie ein Hundi, ja? Und dann will ich auch Xyon heißen. Aber ich finde, der Name passt. Der hört sich irgendwie japanisch an. Und da ich das in Shiba Inu eine japanische Hunderasse ist, passt das schon. So. Diego107 grüßt mal auch. Der ist ja VIP. Sunny107 wird auch gegrüßt. Ist auch VIP. Kannst du mich und meinen Bro Valentin grüßen? Ja, den Valentin grüßt mal auch. Und hör dir mal Keine Liebe von Rin und Bowser an. Ach, das kenne ich doch. Das ist auch, Rin höre ich sowieso sehr gerne. Habe ich auch im Auto. Und das Lied kenne ich schon, seitdem es draußen ist. Also, wenn von Rin was rauskommt, kenne ich es eh. Das ist das, wo das leicht gecovert ist, der eine Part. Mit, du trägst keine Liebe in dir, ne? Ja, kenne ich schon. Aber ist ein gutes Lied. Gebe ich mir sehr oft. Und frohe Weihnachten an dich und die ganze Crew. Dankeschön, Sunny107. Ebenfalls. Ort Mein Gamer 73 ist auch Mitglied, wird auch gegrüßt. Dann den Justin Walz, der habe ich eh schon gegrüßt, aber nochmal Grüße, falls du es nicht gehört hast. Marco Bra, grüß mal auch, der ist auch VIP. Dann haben wir Recon Max, den haben wir schon gegrüßt, aber nochmal Grüße gehen raus, falls du es nicht gesehen hast, der ist ja auch VIP. So, dann haben wir jetzt noch Spons Boss 2003, worüber er so heißt. So, warte, ich mache noch mal ein anderes Lied rein. Merry Christmas, was ist das für ein Lied hier? Schade, dass Last Christmas nicht Copyright Free ist. Lukas, grüß mal, den Tom grüß mal, Philipp grüß ich. Dann Sabrina Live grüß ich, ist VIP. Andreas grüß ich, Mustafa grüß ich, Dennis grüß ich, Thomas grüß ich, Max grüß ich, den Manfred grüß ich, den Buttergolem grüß ich, der ist auch wieder da. Den Rudi König grüß ich, Niklas grüß ich, Rosi grüß ich, Raman, der King wird gegrüßt. Und, ach, da habe ich gar nicht gesehen, Daniel Koschmann hat hier gerade donated 1 Euro. Habe ich das vorhin gar nicht gesehen?
Daniel Koschmann, beste Grüße gehen raus. Das hört sich, ja doch, das hört sich doch weihnachtlich an. Frohe Weihnachten durch Bayern. Oh, danke, Wundi, ebenfalls. Ebenfalls, aber das weichte eh. Das weiß Wundi ebenfalls. Wobei, das Lied hört sich jetzt... Rudolf, komm mit dem Rudolf, das Rentier. Also muss ich aufdrehen. Jason, grüße ich. Eine kleine Tanzanlage mal. Seit neuestem wieder. Tapsi 2014, grüße mal. PJP, grüße ich. Dann Dr. Döner, grüße ich. Backfisch TV, grüße ich. Maxi Try, grüße ich. Sebastian, grüße ich. Planer, grüße ich. SlimeGeber 44, grüße ich. Hättest du eventuell Zeit für Discord, Alter? Jetzt wegen Weihnachten überhaupt nicht. Ich muss ja noch ein paar Sachen machen, bevor ich, weiß ich, von morgen weg. Und ich bin noch immer nicht mit ein paar Sachen fertig. Ich muss auch Haushalt machen, das ist gar nicht mal so wenig. Und vielleicht sogar noch ein Video für morgen aufnehmen. Ich hoffe, das geht sich noch aus. Also, falls morgen kein Video kommt, I'm sorry, ich werde mein Bestes heute probieren. Ja, das Problem ist schon 22 Uhr und ich schneide sehr lange. Ja, werden wir mal schauen. Vielleicht ein kleines Weihnachtsspecial für morgen, mal gucken. Sebi Küson-Fan und ich weiß, was Türen-Fan heißt. Danke für 90 Cent, Grüße gehen raus. Danke, danke. So, Simone, grüß mal. Dann Mario, grüß ich. Celine, Karl, grüß ich. Leo, grüß ich. Dann Oskar, grüß ich. Emoji, grüß ich. So, heißt Lasse. Grüß mal Lasse. Den Manfred grüß mal. Leandro 10 grüß ich. Uyo Pü grüß ich. Max grüß ich. Also Max, der Blattbarn wird gegrüßt. So, Backfly, hi, grüß mal. Dann Trip grüß ich. Birgit grüß ich. Dann da haben wir noch die Melanie, die grüß mal. Marvo grüß ich. It's Blackout wird gegrüßt. Rosi grüß ich. Janik grüß ich. Natascha grüß ich. Niklas 16 grüß ich. XUNM107 grüß ich. Lia wird gegrüßt. Dann haben wir noch, Mareike B. So, Fabio, grüß mal auch. Carlo, grüß dich. Maximilian, grüß mal. Dann haben wir noch 1-7, Martin, Fresh Gamer, Dennis, Messi 2200 ist auch wieder da. Ja, Grüße gehen raus. Kennen wir ja auch schon. Bin auch schon länger jetzt. Den Fabian, grüß mal. Dann Blauer Wolf, Laurin, Grüße gehen raus. So, Hannes, grüß mal. Dorfbuhr wird gegrüßt. Marvin, YouTube, grüß mal. Oder FooTube. Wo auch immer. Mr. Monte 526, grüß mal. Das hört sich so ein bisschen an wie bei Monster G, das Lied. So bei den ja, Fails gab es so eine Musik, die war so ähnlich. Simbo 986 wird auch gegrüßt, er ist ja auch VIP und sowieso Moderator und schon lang dabei. Wünsche euch vier ein schönes Weihnachtsfest und besinnliche Feiertage. Dankeschön, Simbo. Beste Grüße noch raus an dich, hier öffentlich von mir an dich. Für Weihnachten. Uchiha spielt Fortnite, wird gegrüßt. Dann den Unbekannt, grüß mal. Dann haben wir noch Pinfresh Gamer. Grüß mal hier. It's Me wird gegrüßt. Frohe Weihnachten, kannst du mich noch. Maxim von 107, musste meinen Namen ändern, weil mein Handy kaputt war. Uff. Und ja, grüße gehen raus an dich. It's Me. So, Limo Seide wird gegrüßt. Mofa YouTube, grüß mal. Mario, grüß ich. Dann Nerox, grüß mal. Timon, grüß mal, und ich würde nur sagen, die letzten 20 machen wir jetzt noch für heute, weil heute, ja, heute habe ich eh lang durchgegrüßt, muss man sagen. Und also ich muss noch ein bisschen was machen. Jan Saas, grüß mal. Kinga, grüße ich. Manfred haben wir schon gegrüßt. Ich sage mal frohe Weihnachten, Dankeschön. 97 Gaming, ach komm, der ist ja auch wieder hier, ein grüß mal. Der wünscht auch frohe Weihnachten, Dankeschön ebenfalls. Jade Sorgs, grüß mal. Miguel, grüße ich. Andrea, grüße ich. Kai 005S, grüß mal. So, dann haben wir Sophie. A.K.A. Fafi, grüß mal, wünscht auch frohe Weihnachten. Warum blendet das YouTube immer aus? Ich sehe ja die Nachrichten Gott sei Dank trotzdem, ne? Aber oft werden die ausgegraut, wo ich mir so denke, warum? Weißt du, wenn man ein Icon reinballert, wird es oft ausgegraut. YouTube ist da manchmal komisch. Den Robert, den grüß mal. So, dann haben wir hier noch den Thorsten TV, der ist VIP. Das reimt sich sogar. Ey, lieber Thorsten, grüße ihn raus an dich. Den grüßen wir auch nochmal. Wo süß und der Lowe's, der Andel, der wird auch gegrüßt, weil er Moderator ist und irgend so ein Hubelbubel, den niemand kennt, ne? Fangirl 21, grüß mal, die letzten 10 grüß mal noch. Die letzten 10 haben wir jetzt noch. Pascal, den grüß mal. Janis, Kanal wird gegrüßt mit ganz vielen Vierern als A's. So.
Dario grüße ich. Thorsten TV habe ich jetzt gegrüßt. Und Leboris. Brankovic habe ich sowieso schon gegrüßt. Genau, so machen wir natürlich jetzt einen 7. Den Kelvin grüß mal. Super Ente 1, 2, 3 grüße ich. Und die letzten 5 haben wir noch. 1, 2, 7 Martin grüße ich. Gamer 2020 LOL wird gegrüßt. The King of Melon. Jetzt kann ich es nicht mehr lesen, weil es so schnell durch. Ah, da. The King of Melon. Tatsächlich, ich habe es richtig gelesen. Perfekt. Grüße ihn raus. Die letzten 2 machen wir jetzt noch. Da haben wir noch den Janis Biermann. Er schreibt frohes Fest, danke ebenfalls. Und zu allerletzt machen wir noch. Ah, hier lese ich gerade im Chat. So, wen haben wir noch zu allerletzt? Grüßen wir nochmal jemanden, den ich vielleicht noch nicht gesehen habe hier im Chat. Den habe ich noch nie gesehen. Ich schau mal gerade, irgendwie, den ich noch nicht gesehen habe. Das ist jetzt schwer. Das ist echt schwer. Matzinger 2498 wird gegrüßt. Er wünscht auch nochmal frohe Weihnachten und er hat gefragt, ob ich ihn bitte grüßen kann. Dann grüße mal Matzinger 2498. Perfekt. So, liebe Leute, war es das aber für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ach, warte, den Pascal Senat müssen wir auch nochmal grüßen. Senat, der ist ja auch noch da. Wird auch nochmal gegrüßt am Ende des Streams, weil der ist ja auch nochmal VIP. So. Da würde ich sagen, jetzt nochmal eine kleine, aber funny Lasershow für den Abschluss. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Hier kommt nochmal eine Lasershow. Ich hoffe, die funktioniert. Wenn nicht, weil oft funktioniert sie nicht. Sie mag oft nicht. Nee, die spackt die schon wieder rum. Schau mal, die hat schon wieder keinen Bock mehr. Five, ich glaube, sie überhaupt unterbricht wieder. Wetten? Three, ich wette was mit euch. Two, aha, aha. One, oh nee, sie funktioniert. Zero. Siehst du, ich wusste es. Ja. So, liebe Leute, dann wünsche ich euch noch was. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen und ich wünsche euch noch schöne Feiertage und macht's gut. Vielleicht kommt morgen ein Video, mal schauen. Vielleicht kommt ein Weihnachtsspecial, lasst euch überraschen. Vielleicht aber auch nicht. Ich hoffe, ich kriege das heute noch hin, ne? Ja, Zeitplan ist auf jeden Fall streng limitiert. Ich würde sagen, das war's für heute. Liebe Leute, vielen, vielen lieben Dank und wir sehen uns vielleicht morgen. Tschüssikowski.